Hallihallo, herzlich willkommen zur donnerstäglichen Nachmittagsunterhaltung im deutschsprachigen Warcraft-Raum. Die drei Musketiere sind wieder zusammengekommen, um euch zu unterhalten und hoffentlich schön auf einer Wolke 7 ins Wochenende zu schicken. Mein Name ist Jannis, das wisst ihr. Denn Mann an meiner Seite ist Marcel, den nennt man auch Slash. Der spielt heute gegen Elf und wird viel weinen. Und deswegen hoffe ich, dass Florentin, der Mann auf der ganz rechten Seite, viele, viele Taschentücher dabei hat, um Slash ein wenig zu trösten. Hallo, auf jeden Fall, ich bin da und ich freue mich, dass ich bei euch die Musketiere sein kann. Lass uns die Degen kreuzen, ich bin der Blaue. Oder haben die Farben, die Musketiere? Ich weiß, glaube ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, die Power Rangers haben Farben und die Turtles, aber die Musketiere glaube ich nicht. Aber das sind auch mehr. Das sind auch nur, ich kenne nur D'Artagnan, aber da ist ja der Gag, dass das gerade nicht der Musketier ist, sondern einer von den anderen. Aber wie die heißen, weiß ich auch nicht. Hieß nicht einer auch Brutus? Oder so? Boah, kann sein, weiß ich ja nicht. Die sind doch alle Franzosen, Alter, die heißen doch nicht Brutus. Wenn, dann heißen die Brutus. Einer hieß irgendwas mit B auf jeden Fall. Der hieß, der war so der Rambo von dem. Wir halten auf jeden Fall zusammen. Einer für alle und alle gegen Elf. Okay, alles. Okay, ich sehe schon. Es wird eine dieser Folgen. Okay, holt mal die Tischdecken raus, die großen Taschentücher. Heute wird geweint. Ja, ich möchte bitte einen Disclaimer vorher machen, ja? Sämtliche Meckereien und Flames und so weiter beziehen sich lediglich auf die Rasse und nicht auf den Spieler, weil ich mag Link. Link ist toll. So. Ja, Link ist dein Gegner heute. Ich wünsche dir alles eigentlich Schlechte, weil Link ist auch einer meiner Jim Newby League Team Bros. Und er hat sich da so ein bisschen als Team-Captain auch herausgestellt. Er war wieder bei uns im Team, war der Link wieder große Bruder. Der hat einen, nach einer Niederlage, hat er einen in den virtuellen Arm genommen. Nach einem Sieg hat er einen wie Majestix bei Asterix auf so ein Schild gehoben und persönlich durch die Jim Newby League getragen. Link ist tatsächlich wirklich toll. Auch tatsächlich einer der Liga-Admins, muss man ja sagen. Wir haben wahnsinnig viele Ligen mittlerweile, also Unterligen in der großen Creepcamp-Liga, und die haben alle verschiedene Admins, und da gibt es bestimmt 20, 30 Leute, die da sich immer Leuten hinterherlaufen, mitspielen und wann macht ihr das und tragt das ein bitte und so. Und da ist er auch einer. Also vielen, vielen Dank, Link, und an alle natürlich alle anderen Admins, die sich da um kümmern und sich zum Beispiel heute auch um eure beiden Ligaspiele kümmern. Ihr beide müsst heute ran. Ich habe heute frei. Ich habe schön die Füße hoch. Ich guck mir ein paar Warcraft-Einheiten an. Hui, da fliegt ein Feuerball. Wow, ein Drache. Toll. Ich guck mir tolle Dinge an. Und ihr müsst schwitzen und kämpfen und um Abschied bangen. Abschied? Ja, bis jetzt noch keine Map verloren. Ich weiß nicht, ob ich um Abstieg bangen muss. Aber ja, zumindest wird es heute wesentlich knapper, wenn nicht sogar die erste Niederlage für mich, ja. Gegen was spielst du denn heute, Jannis? Moment, ich muss da noch kurz zu sagen, ich habe ja live die Auslosung gesehen, nicht wahr? Zu unserer Liga, und das haben die Leute ja wieder toll gemacht, ich glaube, Plutsch hat das gemacht. Und da habe ich gesagt, als Slash und Link gezogen wurden, da habe ich da schon meinen Support für Link announced, und der Slasher, und ich habe bis jetzt noch nicht gegen ihn verloren, habe ich gesagt. Kein Problem, noch nie gegen verloren, wird gar nicht passieren, keine Chance, und jetzt meint er, ist Elf, ich verliere. Ich habe gestern Abend mit Pischner trainiert. Wir haben ein paar Games gemacht. Dankeschön dafür nochmal an Pischner. Da war es soweit ganz okay. Ich glaube, wir haben 4 Maps gemacht. Eine habe ich verloren, 3 gewonnen. Aber ja, Link hat so einen eigenen Style. Ne? Link packt doch mal gerne den Panda First aus. Und dann, da bin ich nicht so erfahren dagegen. Ich habe übrigens geguckt, die Musketiere heißen Aramis, Porthos. Den war ich meine, nicht Brutus, sondern Porthos. Und Arthos, so heißen sie. Arthos? Ja. Das ist mal. Nee, ohne R. A-T-H-O-S. Athos. Wow, nicht schlecht. Okay, und wer von den drei bist du, Slash? Alle drei zusammen. Okay. Ich freue mich vor allem auch auf heute, auf das Spiel von Jannis, denn Jannis dominiert gerade die Ladder absolut. Er ist gerade wieder auch in Platin angekommen. Herzlich willkommen, Jannis. Große Leistung auf jeden Fall, sehr, sehr schön. Und die letzten Spiele auf jeden Fall solide Leistung. Was ist da los? Was ist passiert? Hat's Klick gemacht? Was ist passiert, dass sich dich zu seiner Siegesflut geführt hat? Ich habe ein bisschen Pause gemacht tatsächlich. Vielleicht war ich ein bisschen überspielt und ein bisschen zu doll gestresst. Und dann habe ich so eine halbe Woche Pause gemacht, bin dann wieder angefangen, und auf einmal regnet es Gewinne. Gewinne, Gewinne, Gewinne auf der Ladder. Auf einmal bin ich 1400 MMR. Immer noch schlechter als Slashes Undead, aber immerhin, wir kommen da an langsam. Und vielleicht nehme ich das einfach auch nicht mehr so bierernst, sondern wie es soll, mit Spaß. Ja. Ich muss mehr Dreadlord spielen, das hilft. Ja, auch, ich spiele nur noch Undead Ladder, nur noch Dreadlord. Einfach Dreadlord, 80 Supply, 3-3 Ghoul, Frenzy, Arklick, Ende. Habe ich tatsächlich,
gestern gemacht, weil ich habe einen Erzfeind, Freunde, auf der Ladder. Er ist ein spanischer Human und er spielt immer diesen nervigen Paladin-Style, wo er Divine Shield anmacht, dann zu deiner Haunted Goldmine geht und auf die Akkus geht mit dem Holy Light. Kding, Akku Light weg. Dann will ich den angreifen, die Blase um sich rum. Ich mach nix. Er wieder, bding, Holy Light, wieder Akku Light weg. So, und jetzt gegen den lähme ich nur noch. Es wird alles ausgepackt. Die Necrowagons, die Ghoul Floods, die Mass Gargoyles. So dreckig wie es geht. Stark. Gegen diesen. So muss es sein, ey. Mensch. Der muss einfach zurückschießen. Gegen was spielst du denn heute? Ich spiele gegen Human, ich spiele gegen Ghost Dragon. Oh. Neo gegen Ghost Dragon. Wir waren beide sehr kreativ in den 2000ern wahrscheinlich, was die Nicknamen angeht. Ghost Dragon war, ich glaube, das war mal mein Partner im Bro Cup. Ich meine, das hätte ja nicht, ich mal als Adi kann gehabt. Das ja nicht so impressive gewesen sein, wenn du das nicht mehr weißt. Ich hatte so ein paar verschiedene Alis, ne? Aber ich meine, der Name sagt mir auf jeden Fall was. Er ist auf jeden Fall Human und manchmal bin ich sehr gut gegen Human und manchmal bin ich sehr schlecht gegen Human. Ich bin gespannt, wie ich heute dran bin. Du hattest in dem Spiel gerade hier 4 Knights, die für dich gekämpft haben. So schlecht kann es nicht gelaufen sein. Das ist richtig. Hast du meinen Stormbolt gesehen? Traumhaft. Es war vielleicht der beste Move, den ich jemals in einem Warcraft-Spiel gemacht habe. Und keiner hat's geklippt. Wenn ich 2 Helden gegen Creeps verliere, dann ist komplett Discord. Weltweites Discord ist voll mit dem Clip. Hier, guck mal den da. Der meint, er ist ein Caster und verliert seine Helden gegen Creeps. Aber wenn ich einen Stormbolt mit einem 10 HP-DK mit einer Anti-Magic-Shield dodge, dann sitzen da alle mit dem Finger in der Nase. Ich habe deine grandiose Leistung geklippt im letzten Back to Warcraft Cup, wo du elegant den Hero surrounded hast und der dann gestorben ist. Blöd nur, dass du deinen eigenen Hero surrounded hast, der gestorben ist, aber du hast einen Surround-Kill gehabt. Quad S Demonstrandum, meine Freunde. Ab jetzt wird aufgezeichnet, ab jetzt schaut die ganze Welt zu, Jannis, jetzt musst du es einfach nur nochmal machen und dann wird es auch verewigt, auf jeden Fall. Aber mich stimmt das ganz positiv eigentlich, wenn du sagst, eine Pause ist ganz gut für die Ergebnisse, weil ich habe diese Woche ein bisschen Pause gemacht, ich musste mich viel im Namen des Chats kümmern, nächste Woche läuft das und deswegen habe ich gar nicht gespielt, mein Ligaspiel auch auf nächste Woche verschoben, nächste Woche, aber im Creepjack wird es mein nächstes Ligaspiel gegen Random, was einerseits so ein bisschen ist, okay, man kann nicht wirklich gegen trainieren, aber man muss auch nicht unbedingt dagegen trainieren, was eigentlich ganz entspannt ist. Deswegen versuche ich ähnlich wie du entspannt nächste Woche wieder ein bisschen reinzukommen und dann mein Liga-Performance zu steigern. Wo wir gerade bei nächster Woche sind, dann kann ich euch beiden das auch mal verraten. Ich habe nämlich schon gesagt, dass ich ihn angefragt habe und er hat zugesagt. Das heißt, nächste Woche haben wir Francis hier als Gast und wir haben Replays von euch bekommen, die wir dann zusammen mit jemandem analysieren werden, der in der ESL-Meisterschaft auf den Finals ist. Auch kurz danach können wir ihn vielleicht noch ein bisschen ausquetschen, wer sich vorbereitet hat auf die Finals. Die sind nämlich am 7.5. ESLM-Finals und Francis wird kurz vorher dann bei uns zu Gast sein nächste Woche. Ja, vielen Dank für alle, die sich bereit erklärt haben, ihre Replays dort einzusenden. Sie werden auseinandergenommen, aber ihr werdet bestimmt eine Menge dabei lernen. Von daher freut euch da auf nächste Woche dann mit Profi-Unterstützung. Richtig. Ja, Francis, guter Mann. Hat er da nichts anderes vor? Muss er nicht trainieren? Ah, fast, ihr Headhunter kannst du auch ohne Training, ne? Das ist doch quasi Training hier mit uns, da nochmal alles analysieren. Und ich habe auch ein Replay eingeschickt bekommen, wo einer von euch beiden auf der anderen Seite saß. Da könnt ihr beide persönlich vielleicht auch noch mal was lernen. Oha. Naja. Weiß ja nicht wer, wahrscheinlich ich. Mal schauen. So, mit wem geht's denn heute los? Ich fange an, soweit ich weiß, ne? Cool. Ja. Sehr gut. Mein Gegner kommt erst kurz nach 6. Wunderbar. Dann haben wir die Nummer 1. Ach ja, ich muss ja ein Game joinen. In der Zwischenzeit möchte ich mich kurz bedanken bei Fab94, der hat mir nämlich einen Zehner rübergeschmissen. Herzlichen Dank dafür. Bei mir haben wir Last Refuge und Autumn Leaves sind die Maps. Fangen an auf Last Refuge. Die neue Last Refuge. Gibt's irgendwelche News, die wir bereden müssen? Nee, ne? Ach, wir haben da so 10 Namen, die nach Köln kommen. Ach ja, da habe ich auch ein Video fertig. Können wir zwischendurch mal, wenn wir ein bisschen Zeit totschlagen, können wir das machen. Aber jetzt erstmal Games, ne? Wir haben schon wieder 10 Minuten geredet, dann sind die Leute bei den YouTube-Kommentaren wieder, wenn ich mir eine Talkshow angucken will, dann gucke ich Maybrit Illner. Die gibt's doch nicht mehr, das ist ja das Problem. Aufzeichnung auf YouTube. Ja, das stimmt, die gibt's echt noch. Es ist so geil, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt der deutschen Fernsehgeschichte so viele Talkshows gab, dass es sogar eine Show gab, die nur Highlights aus Talkshows gezeigt hat. Talk, talk, talk. Talk, talk, also talk. Damit du dir das nicht mehr alles angucken musstest, gab es eine Zusammenfassung, Best of. Das stimmt, mit, wie hieß es, Sonja Kraus. Ja, Kraus, ne? Ja klar. Ja. Gute Frage. Gut, so, die Herren, ich sag mal bis später, ne? Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, außer Gewinn. Also du sollst Spaß haben, aber nicht gewinnen. Hol uns einen schönen Punkt.
Hi. Gut. Auf geht's, Link! Tu es! Er hat sich gemutet, ne? Ja, super. Ich denke auch. Ja, ich mag den Link schon wirklich gerne. Ja, Flash auch guter Dude und so, aber reicht auch mal irgendwann. Ja, nee, der hat jetzt auch wirklich zu oft gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Er ist der Overdog in diesem Format, in diesem Spiel. Deswegen wünsche ich ihm jetzt einfach mal ganz, ganz viel Nachtelf-Light. Ganz, ganz viel schön von Dryads geslowt, ganz viele Entangles. Es wird ein Traum. Es wird ein Traum, dass genau. Man genau, Floti, wir sind heute auf einer Wellenlänge. Ja. Wir surfen quasi auf einem Surfbrett durch diese Sendung bisher. Der Slasher, da ist er wieder. Das Slasher. Da ist er, da sehen wir ihn links. Unten. Gelb, die Farbe des Käses, die Farbe des Cheese, die er auspacken wird. Er wird unfair, unehrenhaft kämpfen und verlieren gegen den heldenhaften Link. Der Held von Hyrule, auch ein Held von Azeroth. Und wir gehen bei mir jetzt auch mal ins Game. Zack, da sind wir. Mit natürlich dem bekannten Overlay Slash immer noch keine Map gedroppt, ne? Wahnsinn. Das ist eine Frechheit, meiner Meinung nach. Wahnsinn. Oh, und das könnte sogar in eine Richtung. Nee. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das hier Ganze hier spielen kann. Man kann irgendwie auf T2 Huntress's Archer spielen, mit einem Alchemist vielleicht, oder Bären Dryad spielen, oder vielleicht sogar die Talents, wenn es einen Blade Master auf der anderen Seite gibt. Oder man spielt Mountain Giants Archer. Es gibt ganz viele verschiedene Wege, die man hier spielen kann. Und alle machen Spaß zuzusehen, es wird auf jeden Fall toll. Und vielleicht sehen wir von Slash auch mal seinen berühmten Blade Master hier. Den er hier auspacken kann auf Last Refuge, ja, eine legendär gute Map für Blade Master, nicht wahr? So ist dem, Florentin Wilder. Hast du sehr gut aufgepasst und das auch richtig predicted. Der Prophetentitel bisher in den ersten 15 Minuten der Sendung geht definitiv an dich. Interessant. Damit haben wir das klassische Matchup, weil Link geht bisschen untypisch für ihn selber, glaube ich, auf Demon Hunter. Ich weiß nicht so genau, was er gegen Ork spielt, aber Link definitiv ein Typ, wie Slash es auch schon gesagt hat, für Tavernenhelden. Aber ich glaube, das ist ihm schon ganz schön wichtig, hier den Sieg zu holen. Von daher, Demon Hunter, let's go. Könnte also wieder tatsächlich Talents werden, wenn wir dieses ganz klassische Oldschool-Matchup sehen. Ich habe tatsächlich mir letztens mal den Spaß gemacht, um ein paar richtig alte Warcraft 3-Spiele zu schauen. Ich weiß nicht, ob du das damals mitverfolgt hast. Warcraft Heroes bei Giga, Burger Bash und so, Jan Dominikus. Habe ich alles nochmal angeguckt. Es ist wirklich toll, auch mal mit dem aktuellen Wissen, sich diese alten Spiele nochmal anzuschauen. Was sie teilweise für Sachen machen oder auch nicht machen und für Build-Orders und was damals schon gemacht wurde oder was damals noch nicht gemacht wurde, ist ganz spannend, da mal wieder reinzugucken. Ja, leider gibt das Archiv nicht so viel her, zumindest nicht in guckbarer Qualität. Ja, das ist das Ding, ja. Das ist ein bisschen das Problem, aber ja, damit bin ich natürlich aufgewachsen. Die Giga-Liga vor Ort gesehen, als kleiner 14-Jähriger nach Leipzig getrampt mit dem Zug und so. Ja, war ich ganz weit vorne mit dabei. Schön. Das war toll. Und auf jeden Fall, natürlich, klar, Reforged, große Enttäuschung, kann man vieles drüber sagen, aber meine Herren, vermisse ich die Mana-Balken, wenn man sich alte Spiele anguckt. Da hat man ja die Mana-Balken von den Helden nicht gesehen, den Level auch nicht. Wie unglaublich komfortabel das ist. Also, ich glaube, es gibt nicht wenig Gutes, was Reforged uns gebracht hat, aber das will ich echt nicht mehr missen. Nee, eine ganz lange Zeit lang hatten wir nicht mal HP-Balken. Oh Gott. Musste man ganz da als Observer auch immer Alt drücken, um die zu sehen, oder wie? Ja, wir haben dann so Papierzettel zwischen diesen französischen Strichen und dem SZ eingeklemmt, weil dann wurde es angezeigt. Wow. Es war eine wilde Zeit. Ja, Link hat noch keinen Wall of Fear, seine Base ist noch offen, der Blade Master könnte arresten, entscheidet sich aber hier auf den Creepspot zu geben und erstmal eine Archer rauszunehmen. Es ist Nacht, also da könnte man sich nochmal kurz in die Schatten hüllen. Aber der Schaden ist zu groß auf jeden Fall. Der Crit hier mit der 40, dem Backstab aus dem Windwalk heraus, da ist der Schaden zu hoch. Aber Level 2 schon auf dem Demon Hunter hier. Und jetzt hat der Blade Master erstmal keinen Mana mehr. Hat Slash natürlich auch gleich die Klaue gefunden, ne? Das hilft natürlich bei sowas. Aber ja, nervige Situation für Link. Der will natürlich irgendwie Level 3 auf Last Refuge immer schwierig. Wir haben noch keine Huntress Hall. Von daher könntest du. Und da sag ich's und da kommt sie, ne? Es ist immer als Caster ist man da ein bisschen gebumst. Aber hier oben auf dem Cliff, das heißt, Slash wird es wahrscheinlich nicht scouten, wird, weil er die Huntress Hall nicht sieht, weiterhin von Talents ausgehen und vielleicht in eine kleine Falle laufen. Genau, das ist so der Hinweis, den man immer sehen kann. Wenn keine Hunters Hall kommt, dann kann man in der Regel nur die Ancient of Winds bauen als T2-Gebäude und dann kann man
ja, nur die Talents bauen als wirkliche Kampfeinheit. Aber Slash weiß das noch nicht. Und Slash weiß aber sehr genau, wie man auf Talents reagiert. Ne? Mit vielen Raidern, mit Spirit Walkern, mit einer Expansion, mit Türmen und all das. In welche Richtung geht er jetzt hier? Und währenddessen ist sein Blademaster ziemlich angeschlagen. Aber kein Dust hier gerade auf Firebrand, dem Demon Hunter von Link. Also kommt er nochmal so davon. Könnte aber einen Grunt einbüßen. Schöner Block! Slash ist einfach wach. Hellwach. Er ist hellwach und er ist vor allem noch nicht im Tilt-Modus, glaube ich. Also dieser entschlossene Blick, der sagt vieles, aber noch nicht reinen Hass. Noch nicht. Ich finde das schön, wie du das noch nicht betonst. Ich frage mich, ob der Wisp am Laboratory, der hätte wahrscheinlich revealen können, aber vielleicht auch der Blade Master ein bisschen zu schnell dafür. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Slash jetzt aber, da wurde ihm so ein bisschen die Dynamik aus dem Game genommen. Ist jetzt angeschlagen, muss sich erstmal einreiben wie Florentin nach einem schönen Bad. Mhm. Und wir sehen die Nager hier auf der Seite. Der Druck geht hier auf jeden Fall direkt weiter. Noch kein zweiter Held. Das ist jetzt so das Fenster, wo der Knight F2 Helden hat, weil man an der Taverne den sofort anwerben kann. Im Altar dauert eine Weile. Und das will er jetzt natürlich ausnutzen, hier diese Übermacht. Hat auch schon das Beastry gecancelt. Das ist der erste große Erfolg. Es ist auch wieder Nacht. Slash hat kein Reveal. Richtig schöner Save von Link. Der zeigt, was er hat. Ist er geblockt? Der ist eingeschickt. Guck, ist er blockt. Ich glaube es nicht. Er hat auch kein Windwalk. Er hat nichts. Slash! Wahnsinn! Das war natürlich alles genauso geplant von Link. Er hat das Masters-Schwert aus dem Stein gezogen und der Archer mit rumstehen führt es hier zum Sieg. Ein Hoch auf die Faulenzer. Das ist ja so stark von Link. Wunderschön gemacht. Jetzt kommt der Shadowhunter raus. Also Slash hat gleich wieder einen Helden, aber nicht den stärksten. Das ist richtig. Und jetzt hätte er natürlich gerne den Blade Master da, um hier ein bisschen auf den Kopf vom Demon Hunter einzuschlagen. Aber das wird nix. Uiuiuiuiuiui. 31 Supply nur. Beastery kommt auch jetzt immer noch. Er hat immer noch keine Spirit Lodge oder sonstiges. Noch kein Tier 2 Gebäude damit. Und Link. Link zieht sich zurück. Hätte man hier nicht vielleicht noch einen Burrow holen können? Ich weiß es nicht. Aber er ist auf jeden Fall auf Nummer Vorsicht. Er hält ja auch nicht so wahnsinnig viel aus seinen Archern und so und entscheidet sich jetzt erstmal wieder zurückzugehen. Die Frage ist nur, in welche Richtung geht's jetzt? Und es geht in Richtung Lores. Dafür hat er seine Hunters Hall gebaut. Jetzt baut er die Lores und auf der Slash-Seite sehen wir hier Taurentotem und Bestiary. Ja, er geht von Talents aus und das kann vielleicht nicht so gut ausgehen, wenn er die Bären sieht. Ja, schöner Fake auf jeden Fall, aber Slash, wenn er von Talents ausgehen würde, hätte er wahrscheinlich einen TC genommen. Ja, das stimmt auch wieder. Aber mit Serpent Wards kann man da auch ein bisschen was machen. Also vielleicht hält er sich das noch so ein bisschen offen, ne? Also in welche Richtung er dann skillt. Ja, ist auf jeden Fall der Shadowhunter die bessere All-Around-Waffe. Der TC aber eine bessere Waffe gegen Talents an sich. Wenn man dann aber mit dem TC auf Dryads trifft, der macht halt nichts, ne? Shockwave interessiert die nicht, Stomp interessiert die nicht. Mhm. Also die Dryads interessieren sich gar nicht für den TC. Ja, wir sehen auch T3 hier. Also es werden Bären langfristig und jetzt ist der Blade Master wieder da und jetzt will er hier auf jeden Fall Schaden machen auf die Archer. Aber die kann hier schon was rausnehmen. Okay. Wenn er Grunts kriegt und dafür eine Archer verliert, vollkommen fein, sehr schöne Naga und Riot-Kontrolle schön von die Link. Dryad mit ihrem Slow so gut. Es ist, also wenn man jetzt hier auf der Night Elf-Seite ist oder auf der Link-Seite oder gegen Slash, gegen den Wine, dann ist das hier ein Traum, aber Blade Master rastet auch mal kurz ein bisschen aus. Ja. Alle verlieren alles. Aber der Shadowhunter hat jetzt wirklich. Oh! What? Hat er Crit auf einmal! Hat er nicht mitgerechnet! Wenn er jetzt noch den Counterkill kriegt, ist das gar nicht so die schlecht. Dry. Ansonsten kann. Oh, die Dryad ist schneller. Aber es ist ein Beweglichkeitsheld, der ist auch schnell. Oh! Oh, ein Snare! Kommt da irgendwas von oben? Nee! Oh! Ja, obwohl, aber. Die Naga wollte vielleicht umgehen. Oh, aber der Demon Hunter ist zurück. Er ist genauso schnell, um Gottes Willen. Der Shadow Hunter ist noch nicht aus der Gefahr raus. Wird jetzt eingesalbt, aber weiß Link, wo er ist. Ja, er sucht ihn. Er sucht ihn. Er findet ihn nicht. Hat er Ultra Vision? Und jetzt sind die Raider da auf jeden Fall. Die halten ihm jetzt den Rücken frei. Überhaupt kein Problem. Und der Demon Hunter. Oh, da macht er denselben Fehler nicht nochmal. Und TP't hier. Aber so Slash auf jeden Fall aufgeholt, sein Blade Master Loss im Early Game. Puh. Das ist ein wildes Game, was wir hier haben. Es ist ein wildes Game. Aber ich glaube, Slash weiß immer noch nicht genau, was der Gegner hier spielt. Er hat jetzt die Dryad gesehen. Ja, doch, dann kann er davon ausgehen, dass keine Talents kommen. Vielleicht holt er sich jetzt trotzdem die Expansion. Das wäre sehr greedy. Ich könnte mir bei Slash vorstellen, dass er jetzt einfach alles zutauert. Sich selbst oder den Gegner?
Vielleicht alles. Okay, einfach die ganze Map, was soll's. Ja, warum nicht? Ich meine, du hast ja auch schon gegen ihn gespielt und da waren wie viel Tower? 500? Ja, das stimmt. Immer möglich. Immer alles möglich. Obwohl, ich muss sagen, ich hab auch mal gehört, dass Spirit Walker immer populärer werden, auch gegen Bären. Ja. Die machen ja eine Menge Schaden. Ne? Wir haben das ja schon mal besprochen, dass die ein gutes Stück mehr Schaden machen als zum Beispiel die Schamanen. Aber dafür können sie nur Schaden machen, wenn sie in ihrer körperlichen Form sind. Aber gerade gegen die schwere Rüstung von den Bären wird der magische Schaden nochmal verdoppelt. Da kommt was zusammen. Und natürlich auch der Dispel, Spirit Link, alles nützliche Fähigkeiten. Also gar nicht so unnütz gegen die Bären. Bin ich vollkommen bei dir. Man denkt immer so, oh, das sind ja nur Caster-Units, aber die machen ungefähr so viel Schaden wie ein Destroyer ohne Mana. Und das ist doch für einen Caster sehr, sehr ordentlich. Mal schauen, wie viel Armee Link jetzt noch zusammenkratzen kann. Kodos natürlich auch sehr gut gegen Bären. Es ist dann quasi die Nachtelf-Schokobons. Mit einem Hub sind die im Mund und bleiben da auch. Das Ding ist noch nicht durch hier. Es ist immer noch offen. Es ist T3. Master Tag dürfte schon bei sein, hat jetzt auch seinen Orb. Also er ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er sich, glaube ich, wohlfühlt hier mit schon ein paar Bären, irgendwie alles hochgeheilt. Boots of Kel'Thalas auch dabei. TP gerade noch nicht dabei, hat jetzt auch das Gold nicht, aber creept erstmal den Shop. Und dann will er sich wahrscheinlich eindecken und vielleicht mal irgendwas versuchen zu starten. Während wir auf der anderen Seite jetzt schon ein paar Spirit Walker haben, Spirit Link mit dabei. Natürlich eine super Fähigkeit, teilt den Schaden auf, den die Einheiten kriegen, die davon betroffen sind und damit natürlich leichter zu micronen, schwerer zu fokussen für den Nachtelf und ja, alles in allem so ein bisschen einfacher. So ist es und da hat man natürlich zwei coole Tools, um dann alles auch gleichzeitig wieder hochzuheilen. Wenn alles ähnlich viel Damage hat, dann macht sich natürlich so eine Heal Wave oder eine Heal Scroll doppelt bezahlt. Eine schöne Synergie, die da entsteht. Und Naga, jetzt nicht so der beste Late Game Hero, muss man sagen. Hat zwar immer noch ganz gut Damage, aber nicht so eine Utility, wie ein Shadowhunter das hat, mit der Healing, mit dem Hex und so weiter und so fort. Und Slash geht auch auf Tier 3. Ja, hat sich die TP nachgekauft, jetzt aber auf der Naga, dafür auch den Staff auf der Naga, also könnte damit im Zweifelsfall den Demon Hunter weg teleportieren. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht TP und Staff auf demselben Helden hat, sonst kann es mir mal knifflig werden. Beziehungsweise nicht auf unterschiedlichen Helden, aber das kriegt er gut hin. Und jetzt holt er sich hier auch den Ogre, kriegt ein schönes Item mit der Claws of Attack plus 12 und damit hat er plus 23 Damage, das ist nicht wenig, aber er ist gerade sehr angeschlagen und Slash klopft an der Tür mit zwei Raidern. Oh oh, das ist natürlich jetzt kein gutes Timing. TP hat kein Rejo, muss sofort zum Mondbrunnen. Verliert einen vollen Moonwell. Jo, das tut auch weh, ist Supply blockt. Oh. Das hat Slash gut gemacht. Kommt er nochmal ran vielleicht, um den Raider sich zu cashen? Jo, da macht die Naga und Dryad-Synergie natürlich wieder richtig Spaß. Aber Slash kann die Zeit vielleicht nutzen, um seinen Tier 3 auszuspielen. Bisschen länger auf unter 50 zu bleiben, weil er weiß, sein Gegner kann auch nicht über 50 gehen. Guter strategischer Move vom Slashor. Ja, aber Link will hier auf jeden Fall noch mehr rausholen als diesen einen Raider, den er bekommen hat. Und er haut jetzt hier nochmal drauf mit seinem Gift-Orb. Oh, aber Hex, oh, das könnte böse werden. Kommt ja, daran er hält, Ends her? Er hält was aus. Puh, hat noch mal eine Invo-Potion, aber da ist auch noch ein bisschen... Ah, nur ein Endsnare. Das reicht. Und den Bonus-Damage, den wir gerade gesehen haben, ne? Das plus 23, das war alles noch ohne Raw. Oh ja. Ah. So, und jetzt natürlich weglaufen gegen Dryads und Naga ist natürlich immer ein großes Risiko. Da könnte die Kodo hier noch ein Problem bekommen. Ich glaube, die wird hier einfach zurückgelassen. Da kann er trommeln, so viel er will. Da kann er einfach nochmal die Peitsche schwingen, so viel er will. Aber die Kodo kann nicht. Die muss bergauf. Die muss jetzt auch noch bergauf. Eiskalt, vergiftet und bergauf. Die arme Kodo, das schafft die doch nicht. Da ist auch manchmal gut, wenn man dem Elend ein Ende macht. Ja, das stimmt. Aber ja, gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall für Link. Und ja, von beiden keine Expansion. Beide hier auf T3 und jetzt sehen wir sogar das Master-Upgrade für die Spirit Walker. Können also andere Tauren-Einheiten wiederbeleben, also sich selbst gegenseitig und die Tauren-Krieger. Die heißen einfach nur Tauren, ne, glaube ich. Tauren. Und ja, mit einem plus mehr Mana-Regeneration, größeren Mana-Pool. Das ist schon ein gutes Upgrade. Auf jeden Fall, er hat 4 Stück. Und greift jetzt nochmal an. Vielleicht nochmal den Run-By. Der Blade Master scoutet jetzt schon und sieht jetzt hier den Druid of the Claw, kriegt erstmal schöne Schelle von beiden Ancients, die hier ihren kleinen Bruder verteidigen wollen. Und Reju heilt hier gut dagegen. Aber jetzt mit dem Ensnare kann auch nicht mehr gestarft werden. Und da geht er schon wieder raus, da hat er genug.
Aber auch ein Tauren verloren und der andere ist bei 50%, also auch nicht for free. Ja, und ein TP verloren, ne? Und ein TP verloren. Ja, also so sieht es nämlich aus. Umgedreht von dem Trade vorher, also wieder auf null. Also sind wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Hier beide. Wird gerne ein Orb of Lightning bei Slash sehen, wenn er es dann irgendwie sich erlauben kann. Na, hört er auf mich? Ja. Er hat was verkauft, ja. Plus 10 Schaden hat er. Und da ist der Orb of Lightning. Also jetzt auch plus 23, was schon ordentlich ist. Und die Erhöhung durch 2 Gloves of Haste. Und also die Chance, Ritual zu purgen. Durch die Attacke vom Orb. Ist schon ganz hilfreich. Aber keiner eine Expansion. Keiner irgendwie ein. Oh, Tauren! Slash geht tatsächlich auf Tauren! Das weiß ich nicht, ob das so gut ist. Sehr teuer, sehr langsam. Natürlich gut, ganz gut tanky und so, aber wenn die Dryads da ein bisschen draufballern, dann sind die ja noch langsamer. So, und Link dreht jetzt die Dynamik um, greift selber an, nimmt jetzt hier schon mal den Shop raus, während Slash gerade nochmal das Mercenary Camp gecreept hat. Auch Level 3 jetzt für den Shadowhunter. Gar kein Mana mehr da, eine Mana Potion ist noch dabei. Und Slash will hier gar nicht verteidigen. Während Link hier expandiert, sneaky ganz rechts. Also Angriff plus Expansion, immer eine strategisch sinnvolle Komponente. Und, oh, Slash hat kein Improved Defenses. Reinforced Defenses. Ja, das wird ein Problem. Und der Taure, der läuft direkt in die Bären. Der will kuscheln, hat die vielleicht für eine Taurenpartnerin gehalten, weil die sind ja auch flauschig, sag ich mal. Aber Shadowhunter in der Mitte von allem sofort tot. Plus 35 auf dem Demon Hunter. Alles kaputt. Level 4 Naga, auch ganz nett. Focus Fire sieht gut aus. Oh, Slash, du hast einen Haufen Probleme und keine Helden mehr. Wow. Das ging tatsächlich schnell. Jo, der Fight am Ende war nix, aber schönes Match. Wir hatten ein bisschen Angst, weil mein Game ein bisschen später startet als 18 Uhr, dass wir hier Zeitprobleme kriegen. Schönes Hin und Her, beide mit guten Aktionen. Link am Ende ein bisschen smarter vielleicht. Ja, war nix, ne? GG Slash, wie hast du es gesehen? Bist du lange von Talents ausgegangen? Wir haben versucht, das so ein bisschen zu analysieren. Eigentlich war das Game in dem Moment verloren, wo ich einen Blademaster gewählt habe für mich, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass er Panda spielt. Und ja, dann jetzt gegen das hatte ich im Prinzip überhaupt hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Hm. Ich habe einfach irgendwas gemacht, hatte dann Geld übrig, habe gesagt, oh, versuch mal Tauren, was weiß ich. Dann kam er mit einem Push zur richtigen Zeit und das war's. Also ich habe, also Late Game habe ich gegen 11 keine Ahnung, was ich spielen soll. Ich weiß es nicht. Bin ich komplett überfordert in dem Matchup. Normalerweise spiele ich halt eine andere Strategie mit Game Push und so. Die hätte ich auch geplant, aber das hätte ich halt einen Panda, vom Panda ausgegangen. Bin jetzt auf Risiko gegangen, so 50-50, weil ich eben gedacht habe, okay, der spielt Panda, aber in dem Moment, wo der Demon Hunter da war, war für mich klar, das Ding geht ins Late Game und damit ist es eigentlich schon vorbei. Obwohl ich ganz gute Items gefunden habe auf dem Blade Master, aber ja, in dem Matchup habe ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ne? Kannst du uns kurz durch deine Gefühlswelt leiten, als die Invisible Archer deinen Held surrounded hat? Ach, okay, das wusste ich gar nicht, dass da ein Archer war. Ich dachte nur, das darf doch nicht wahr sein, dass der jetzt an der Lücke geblockt ist wegen diesem scheiß Baum. Aber okay, dann, na gut, danke, dass da ein Archer war, wusste ich nicht. Hat er schön gemacht, also auch wirklich souverän gespielt von Link, muss man sagen. Ja. So ist es. Das wurde natürlich geklippt, der Surround mit dem Archer, aber meine Anti-Magic-Dodgerei, das war wieder, anyway. Ja, Link auf jeden Fall smart, aber ich würde sagen, das ist nicht unwinbar für dich. Überhaupt nicht. Nee, ich glaube auch in BO3 hätte ich ganz gute Chancen, aber also die Map jetzt, die will ich holen. Jetzt will ich meinen Standard runter, jetzt gehe ich auf meine alte Celebrate-Strategie. Abteilung Attacke kommt jetzt und dann hole ich die Map jetzt. Stark. Das höre ich doch gerne. That's the spirit. Mach ihn kaputt. Ja, sobald er sich gemutet hat, bin ich natürlich wieder für Link, aber das habe ich jetzt kurz, dass er eigentlich auch so traurig ist, nicht mehr. Nein, der ist nicht traurig, der muss seine Wut nur fokussieren. Aber ja, hat Link gut gemacht, ne? Man hat, wie gesagt, ich hab's ja gesagt, man hat viele Möglichkeiten als Nachtelf zu spielen und kann natürlich auch manchmal antäuschen, dass man das eine spielt und das andere nicht. Hat er wirklich gut gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie Slash jetzt ins zweite Spiel reingeht. Weiß nicht, ob das so hoffnungslos war mit dem Blademaster, wie er meinte. Aber natürlich, wenn man schon eine Vorgeschichte hat, wenn die sich kennen und man eine gewisse Strategie erwartet, dann ist es natürlich immer schwierig, darauf zu reagieren. Jetzt sehen wir hier ein ganz interessantes Opening von Link mit dem ersten Wisp direkt auf Holz. Okay, du als Nachtelf, was sagt uns das denn? Das könnte auf jeden Fall ein
neutraler Held sein? Da freue ich mich drauf. Sogar mit dem zweiten Wisp hier schon Ancient of War, also könnte so ein 2-Archer-Creep dann sowas werden. Und das könnte jetzt vielleicht der von Slash befürchtete Panda-First-Build werden. Und gerade wenn Slash jetzt zurückgeht auf so Headhunter, dann ist der Panda natürlich eine überragende Macht. Ja, mal schauen, in welche Richtung er jetzt geht. Ob er es nochmal versucht mit dem Blade Master oder ob er jetzt sich nochmal faken lässt sozusagen. Ja, spannend auf jeden Fall, aber interessante Wahl hier von Link. Aber creept dann nur das rote Camp. Ich überlege mir, wenn er mal... Naja, aber ist vom Timing vielleicht schwer, ne? Wenn man sich neutralen Helden holt und dann geht der Blade Master direkt rüber. Ich überlege nur, ob man bei einem Panda nicht vielleicht schon direkt einen Orangen Creep will, aber ist auch immer gut, auf Nummer sicher zu gehen. Man weiß ja nicht, ist dann der Farseer da am Start, nervt er dann irgendwie rum oder so, von daher wunderbar. Aber es ist tatsächlich der Farseer hier von Slash, ohne Headhunter erstmal oder mit einem Grunt als erstes. Wahrscheinlich Grunt und dann Headhunter oder Slash towert auf Tier 2 oder so. Dass er mit Grunts anfängt und dann einfach towert. Gerade wenn er keinen Keeper sieht, sollte er doch... Also Slash hat ja eine gewisse Keeperphobie, das wissen wir ja. Die Wucherranken, da holt er sich, würde er sich gerne Gärtner holen, aber eine Gärtner-Unit gibt es in Warcraft einfach nicht. Ich glaube, da wird er schon froh sein, dass es kein Keeper ist in diesem Match. Und dann Tier 2 Tower-Push, möglich. Ja, mal sehen, was es wird. Also der Altar ist fast fertig und jetzt hat er die Möglichkeit, hier sich die neutralen Helden zu holen. Ob es tatsächlich der Panda wird, ich bin sehr gespannt. Shop schon in der Mitte von der Map. Wir schauen auf die Taverne, da wird sich gleich ein ordentlicher Schluck gegönnt. Vielleicht macht der Panda kurz sein Fass auf. Vielleicht aber auch was ganz anderes. Beastmaster, was wäre denn noch? Was anderes sehe ich eigentlich nicht. Er ist ja, der Panda. Klassik. Oh, und jetzt hat er hier den Wisp auch direkt. Könnte vielleicht schon Detonate machen, aber Slash reagiert hier schön. Zieht den Wolf weg, kriegt hier noch einen Wolf gedetonated. Und der Creep wurde nicht gestartet, also komplett defensiv hier von Link, der jetzt erstmal mit dem Farseer Harass umgehen muss. Sollte machbar sein, aber es ist natürlich alles Zeit. Der Panda muss Level 3 erreichen irgendwie. Und Farseer ist dabei, um Zeit zu kaufen. Von daher macht Slash das alles richtig. Ohne Breath of Fire Level 2 ist mit dem Panda ganz gut umzugehen. Ist ja auch ein freundliches Kerlchen, wenn man den so anguckt. Aber erste Erfahrung geht an Slash. Hier wird auch nicht gedetonated. Beide kleine Fauxpas drin. Mhm. Und noch kein Breath of Fire rausgehauen, falls das geskillt hat. Natürlich auch die Frage, wie man das einsetzt. Wartet man da vielleicht erst, bis er ein bisschen mehr Einheiten hat, damit es mehr trifft oder so. Aber schwierig, so viel hat er ja nicht übrig. Aber bisher auch noch nicht nötig. Kriegt Slash er eigentlich ganz gut hin. Bei Grunts. Keine Headhunter. Oh ja, da sind sogar noch zwei in der Line. Der Shop hier vorne könnte tatsächlich macht Tower sein. Ne? Ja, macht natürlich auch Sinn. Die Grunts mehr HP sind nicht so schwach gegen Breath of Fire, wie Headhunter das sind. Und man sieht die auch nicht in so hoher Anzahl, wie man das bei Headhuntern sieht. Also es ist schon ein guter Counterpick gegen Link. Ja, ist auf dem Weg zur T2. Könnte natürlich so mit dem T2 Tavernen Helden-Timing dann angreifen, aber... Ja, ich meine, er hat das ja explizit gesagt, ne? Er weiß ja, dass Link Panda spielt und er hat sich da auch anscheinend so ein bisschen vorbereitet, hat explizit auch dagegen trainiert und so. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was er sich da überlegt hat. Vielleicht versucht man wirklich, das Spiel zu beenden, bevor der Panda Level 3 ist, mit einem starken Push. Das klingt so. War auch immer großer Fan, wenn Starbuck, sein Playing Duck-Spieler, das gemacht hat. Kann ich sehen. Vielleicht sogar mit einem Tinker oder so. Mal schauen. Erster Breath of Fire oder zweiter Breath of Fire, irgendwie so. Wir haben aber auch viele Archer. Die sind relativ safe, weil der ganze Schaden sich auf den Panda konzentriert. Warum auch immer. Aber ein bisschen weniger Moonjuice. Das ist alles Vorbereitung für das, was wir dann früh auf Tier 2 sehen. Ja. Hunter Soul kommt hier auch schon voran. Könnte also dann vielleicht wieder auf Lors gehen. Es kommt erstmal ein Shop, dann spätestens die Dryads. Natürlich will man sehr gerne haben gegen die Grunts. Aber ich habe das Gefühl, Slash bereitet hier was Großes vor. Creept jetzt erstmal hier den Shop. Ja, der Panda, ne, der fragt ja immer, ist Trouble Brewing? Ja. Und ich würde das mal ganz klar mit Ja beantworten. Ey, vor allem, also, es gab ja für Reforged die neue Sprachausgabe in Deutsch, ne? Und oh, die habe ich nie gehört. Wo ich mir denke, also wer hat das verbrochen? Weil der Panda sagt ja, I bring Pandemonium. Ja. Ja, das Wortspiel Pandamonium, weil er ein Panda ist.
Ja. Und die haben das halt in Deutsch wirklich übersetzt mit ich bringe Pandemonium. Die haben das nicht als Gag übersetzt. Wenn man nur denkt, wie geht das? Wie kann man irgendeinem Schauspieler, der in der Buchse steht, in der Bude steht, sagen, ja, sag mal Pandemonium. Warum denn Pandemonium? Ja, keine Ahnung. Ganz niedriges Budget. Ja. Hätten wir mal die Übersetzung gemacht. Ne? Ich habe schon angeboten, wir sprechen das alles ein, falls Modder dabei sind, die das austauschen können. Wir sprechen alle Einheiten ein und bieten das an als Mod. So, Slash versucht hier weiter Stress zu machen. Ein verwundeter Grunt wird zurückgezogen. Jetzt schon 6 Archer mit dabei. Aber der Schaden, wenn die Grunts mal connecten, ist auch nicht schlecht. Jetzt versucht er sie wieder nach Hause zu gehen. Oh, und mit einem Breath of Fire holt er ihn sich dann am Ende. Ist übrigens kein Tower Push, sondern Mass Raider mit Pillage. Also weiterhin ganz gute Vorbereitung. Das wird aber hier zu nichts Spielentscheidendem führen, was Slash hier macht. Da, also weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Schön von Link den Baum zurückgehalten, damit der Panda den Last Hit kriegt, fast Level 3. Also ja, ist Abteilung Attacke. Da wird jetzt eine Welle an Raider auf die nächste treffen. Aber gegen den Panda ist das auch verteidigbar. Der Panda ist halt Level 3. 2,9. Ah, er könnte jetzt hier noch ein ganz, ganz kritisches Timing treffen, wo er gerade noch nicht Level 3 ist. Das wird Link jetzt auf jeden Fall ärgern. Aber die Frage ist, wie schnell kriegt er jetzt hier irgendeinen Wolf, irgendwas Kleines, um Level 3 zu sein. Davor will man natürlich auch keinen Breath of Fire raushauen. Slash kriegt schon eine Archer. Die Moonworlds sehen aber ziemlich okay aus. Und da ist Level 3 einfach mit dem Detonate den Wolf weggemacht. Ja. Sowas wünsche ich mir auch für meine Wohnung, dass irgendwas einfach explodiert und auf einmal ist alles sauber. Einfach weg, ja, das finde ich gut. Oh, aber Link geht jetzt erst auf die Bären. Es gibt noch keinen T3-Tag. Also scheint sich relativ wohl zu fühlen. Jetzt keine Panik, Dryad oder so, schnell, ich brauche Armee, sondern der Bär, der jetzt natürlich nicht so viel bringt ohne das Master-Upgrade. Ob ihm das zum Verhängnis wird, sehen wir gleich. Jetzt kommen die ersten Raider. Oh, muss aufpassen, dass er hier nicht surrounded wird, weil wir haben ja einiges an Ensnare. Aber da hat Slash gar keine Lust drauf. Geht nur auf die Units bisher. Und der Panda, der will den Rest der Armee ein bisschen mürbe machen. Aber da habe ich es gesagt, da passiert schon. Bringt aber nichts, weil der Panda kämpft sich raus. Und Riju ist da. Und Riju ist da, korrekt. Ich sehe das hier nicht wirklich zum Erfolg führen, was Slash hier macht, muss ich sagen. Den Panda-Fokus meinst du? Jo. Nee. Generell, alles. Oh, jetzt hat er die Möglichkeit, hier den Druiden rauszunehmen, der vielleicht noch in Rattenform sich zum Moonwell wetzt. Hier ganz nasses Fell. Nee, was ist das? So ein Waschbär, ne? Das ist ein Waschbär, aber ist eine große. Ratten sind ja kleine Waschbären. Das stimmt. Oh, das nächste. Mülltonnen. Riju kann jetzt hier rausgehen. Nachtstein aktiviert und T3-Tag begonnen. Also Link fühlt sich hier wohl. Das hat er auch genau richtig gemacht, ne? Man kann jetzt sagen, oh, was soll denn dieser Bär? Der kann sich ja noch gar nicht morphen. Tier 3 so delayed, aber war Lifesaver, beziehungsweise das TP gesaved mit dem Riju. Und Slash hat sich da an der Verjüngung die Zähne ausgebissen. Alles von ihm angeschlagen, hat keine großen Gebäude kaputt gemacht, was man eigentlich mit Raidern will, um dann noch mehr Gold zu kriegen. Das führt alles ins Nichts hier. Und er hat auch schon 5 Moonwells, was ich eine gute Idee finde. Einerseits kriegt er mehr Moonjuice, jetzt auch gerade durch den Moonstone, aber vielleicht antizipiert er auch schon, dass einer durch die Raider fällt. Also baut er schon mal einen mehr auf. Finde ich eine wirklich gute Idee, auch wenn er das Supply gerade noch nicht braucht. Natürlich als Nachtelf will man da immer schon mehr haben. Und gerade wenn es dann mit dem Wellspring auf T3 losgeht, dann kriegt er da richtig viel Moonjuice zurück. Aber Slash lässt nicht locker, hat alles eingesalbt, die Wölfe, die wunden Pfoten wurden nochmal eingerieben. Und jetzt geht's los, er hat immer noch kein Master-Upgrade hier auf seinen Druids. Und jetzt kann er vielleicht nochmal ein Timing erwischen. Hat er eine Heal-Scroll? Nee, nicht wirklich. Auch keine Heal-Wave, weil der Shadowhunter so hoffnungslos unterlevelt ist. Der Panda, der wird das wahrscheinlich eine Runde carryen. Wenn Link Pech hat, muss er hier nochmal TPen, um zu den Moonwells zu kommen. Aber wenn er hier Raider tradet gegen Archer, dann ist alles in bester Ordnung. Tier 3 ist aber noch weit weg. Da kann ein, zwei Bären können kaputt gemacht werden. Aber das ist kein TP! Oh! Crit für 100 Drunken Brawler! Mach den Farsia kaputt! Crit 100! Aber da ist jetzt auch nichts mehr über. Also die Bären sind ja alle kaputt. Ja, die Bären sind da raus und jetzt kommen die Türme. Ancient of Lore wird hier rausgenommen. Also hat jetzt nur noch eins und muss gleich auch noch das Master Upgrade erforschen. Also erstmal eine Weile keine Einheitenproduktion, aber es ist Nacht. Die Moonwells sammeln Moonjuice.
Panda ist schon ein wilder Gefährte. Ja. Tower wieder weg. Next up Breath of Fire. Das war die letzte Heal Wave. Er braucht auf jeden Fall Clarities oder Mana Potions. Panda wieder mit Reju. Und mit Drunken Brawler. Das ist so effektiv, die Heilung. Mit der Mischance auf ihm, jetzt auch auf Level 2 Drunken Brawler. Das sind einfach gute Werte, muss man sagen. Aber immer noch kein Master. Und da könnte der nächste Druide draufgehen hier. Okay. Wie sieht's aus mit Farce hier? Auf 2/3. Oh, und die Glevenwerfer. Oh, aber Ensnared. Wird auch rausgenommen. Panda wieder alles attackiert. Und er langsam aber sicher, weil er Panda solo spielt, ist er halt auch kurz vor Level 5, ne? Das wird noch schlimmer. Aber der erste Tower ist da. Ja. Eine wirklich tolle Series zwischen den beiden. Fantastisch, wirklich gut. So, Farseer ist wieder da. Der ist auch vor Level 3. Da kann vielleicht auch nochmal was kommen. Wie viel Mana hat denn der Panda noch hier? Da ist nicht mehr so viel Moonjuice. Ui. So, jetzt ist er T3, das Master Upgrade dürfte auch durch sein. Verliert jetzt bald die Hunter's Hall. Das heißt, er kann keine Ancients of Lores mehr bauen, in denen aber weiterhin noch Einheiten. Und der zweite Ancient of Lore ist auch gebaut. Könnte keine Gleven bauen, wenn er das noch vorhat. Panda natürlich jetzt doppelt gut, weil der Breath of Fire auch den Gebäuden einheizt. Dafür verliert jetzt seine Hunter's Hall und damit vielleicht auch die Möglichkeit auf Wellspring, aber gut, naja. True. Guter Punkt. Aber gut, der muss immer sein Gold ausgeben. Der hat kein Holz. 500 Gold, kein Holz. Na gut, das kann man natürlich in Potions machen. So, da stehen jetzt schon einige Türme und da sind einige Raider da. Das ist der Breath of Fire, aber das war es jetzt erstmal eine Weile. Reju ist immer noch kein Problem, da ist auf jeden Fall einiges da. Aber Link auch schon vorsorglich, baut auch rechts ein Moonwell nach. Also rechnet diese Losses von seinen Moonwells schon einiges ein. Oh, 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 Kodo, Kodo, Kodo. Da wird er nochmal abgewiesen hier, wie ich am Buffet im Hotel. Sie haben genug. Sie gehen jetzt erstmal. 4 Stücke Tiramisu sind genug für ein Landlebewesen. Weg hier. Ist dir das? Ich war, na klar, ist dir das passiert. Ja, sicher. Panda Level 5. Level 5 mit dem Orb und mit den Mana Potions. Und jetzt kann er eigentlich sein ganzes Gold fast nur noch in Mana Potions legen. Und ja, verbrennt langsam alles. Ja, das sollte fast reichen. Slash auch keine Expansion oder so dahinter. Hat er auch kein Gold für. Muss hier Vollgas gehen, wie angekündigt. Und. Breath. Schwupp. Rein da. 3 Bären hat er. Oh, der Grunt hat sich verlaufen. Kleine Schritte gegen Level 6. Ja, 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 ja. Aber Slash zieht eben auch immer gut zurück, muss man sagen. Also da wird selten wirklich die ganze Armee getroffen, immer nur so ein paar Einheiten, aber ja, tut trotzdem weh. So, weil Moonstone, das wird auch teuer auf Zeit. Ja, das war auch der letzte Breath jetzt und langsam hat Link kein Gold mehr. Jetzt hat er ein bisschen Holz, jetzt hat er kein Gold, ne, da ist auch immer... Ja, ja, ja. Mit der Wirtschaft ist das... Und 165er Crit, da kommt schon auch einiges an Schaden durch und Region natürlich immer da. Slash baut die Türme auch sehr nah zusammen, muss man sagen, hier gerade auf der linken Seite. Da kann so ein Breath viel mitnehmen. Weiß nicht, ob nicht ein Level Drunken Haze und ein Level Drunken Brawler besser gewesen wäre. Für noch mehr Damage und die Mischance. Boah, der Panda carried das so hart, ey. Das ist krass, krass. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ich meine, mit dem Moonjuice und Reju auch einfach, das ist... Aber er gibt auch wirklich viel Gold aus für diese ganzen Mana-Potions und Clarities und all das. Aber ja, solange der Panda lebt und Mana hat, ist alles gut. Shadowhunter immer noch nicht Level 3, das tut natürlich auch weh, ansonsten wäre Heal Wave noch viel effektiver. Legt hier den Mantel sogar ab für den Trank, das ist doch fantastisch. Link spielt das echt gut. Und das sind 2 neue Breath of Fire und alles ist jetzt schon angeschlagen. Ui, der Shadowhunter ist wieder ein bisschen zu dicht an den Bären. Der will kuscheln, aber die Bären sagen... Slash focus den Panda. Oh, ein TP. Ja, okay. Ja, ja. Oh, die werden nicht mitgenommen. 2 Bären vielleicht alleine. Aber wer ist hier mit wem eingesperrt gerade? Der Bär wehrt sich gar nicht. Aber der andere Bär wehrt sich. Und da kann er ihn staffen. Da kann er ihn staffen. Staff den falschen Bären. Level 6. Okay, sehen wir das Ultimate oder geht er nur auf Breath of Fire? Er hat das Ultimate geskillt. So weit sind wir schon mal. Oh, der Bär, er kriegt den Bär nicht. Das Reju heilt so stark dagegen. Das kann nicht sein, der lebt. Der lebt. Nein, weißt du, wer nicht lebt? Crit. Oh, der Shadowhunter mit letzter Kraft nochmal die Potion getrunken.
Aber jetzt haben wir auch einen Demolisher und langsam geht es dem Tree of Eternity hier entlang. Wenn der fällt, keine Mana-Potions mehr. Oh Gott, wie stressig für beide, ey. Das ist eins der besten Games, die wir hier in Creepjack je gesehen haben. Der Breath of Fire hat er sich auch irgendwie, weiß ich nicht, zu viel Schnaps in den Mund geschüttet. Wo der hingegangen ist, weiß keiner so richtig. Ja. Und macht natürlich auch Earthwind and Fire unwahrscheinlicher mit jedem Breath of Fire. Das kostet auch eine Menge Mana. Und jetzt muss er hier dagegen reparieren gerade. Nur noch 4 Wisps in der Goldmine. Er hat auch keine Wisps mehr, oder? Kann es sein, dass auch das Holz irgendwann ausgeht? Aber er braucht kein Holz. Mana-Tränke kosten kein Holz. Das ist richtig. Er braucht nur Feuer und vielleicht den Shadowhunter kaputt. Nächste Heal Wave, auch eine der letzten. Ritu, wie immer. Boah, die spielen das wirklich schön. Wer macht den ersten großen Fehler, ist, glaube ich, die Frage. Das sieht sehr stabil aus, was Link hier macht. Hat auch wieder 500 Gold. Und aber das Mana wird langsam knapp. Er hat auch keine Mana-Potion mehr gerade. Aber auch so, der Panda Level 6 geht auch alleine durch einfach. Wie soll er das aufhören? Jo. Tower weg. Hat der gerade Tower denied? Yo. Kranksgap 186. 186. Wahnsinn, diese Crits vom Panda. So schön. Versucht jetzt ein bisschen verzweifelt auf den Tree of Eternity zu gehen, aber das reicht nicht. Level 7. Das reicht nicht. Die Crits waren ja vorher schon gut. Und jetzt ist es noch besser. Und die Bären haben auch so viel Mana, da kann alles locker wieder hochgeheilt werden. Da macht der Demolisher gar nichts. Ja, das sieht, also abgewehrt von Link, fantastisch. Diese Türme standen jetzt bestimmt das halbe Spiel einfach da. Er ist ruhig geblieben, er hat die Breaths gemacht, die er musste. Er hat das rausgeholt, was ihm was gebracht hat. Fantastisch gespielt. Auch nach rechts, ganz entspannt, weiter Moonwell gebaut, Lore gebaut, hat sich angepasst, Base angepasst. Fantastisch. Und jetzt die Frage, was ist der Master, Plan B? Ich glaube, den hat er. Ich glaube, das ist gegessen. Was meinst du, wie hoch ist die Chance, dass wir gleich einen kleinen Rant über Moonwells und auch Rejuvenation hören. Ja, kann gut sein. Slash hat auch einen Bären gesnackt hier auf jeden Fall. Da hat er sich gefreut. Ja, das ist natürlich die Frage jetzt. Ab Level 7 wird der jetzt noch besser, der Panda? Naja, ich meine, Drunken Hay ist auch eine gute Fähigkeit. So ist es nicht. Yo, der Panda hat keine schlechten Fähigkeiten. Das ist das Ding. Level 3 Drunken Brawler. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Jetzt kommen aber Windrider hier. Die sind natürlich. Ein Windrider nur. Gegen den Bär natürlich gut. Der kann seinen kurzen Pfoten nicht in die Luft. Aber der Panda. Ja. Mhm. Oh, und jetzt, okay. Level 3 für den Shadowhunter. Kann gar nicht so unwichtig sein, ist für den nächsten Kampf. Skillt jetzt hier Heal Wave. Beide umgehen sich gerade so ein bisschen. Kein Catch für Link hier gerade. Versucht hier noch den. Oh, der 260er Crit im Vorbeilaufen. Der Raid hat einfach mal eine ordentliche Schelle gegeben. Und jetzt dreht er das Ganze um. Jetzt geht er hier auf den Stronghold von Slash und die haben alle Raw drauf. Jo, dann kann er auch gleich mal vergessen hier mit dem Reparieren, wenn der Panda da einen ausgibt. Aber die Kudos, die laufen alle weg. Ja, komm her. Njam, 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 njam. Ja, der Panda macht die aber alleine kaputt. Jetzt okay, will aber seinen Tree behalten. Ja, die Raider sind einfach zu stark, aber Scroll Speed. Getauscht gegen TP, auf jeden Fall guter Trade für Slash. Gegen sowas wäre halt Drunken Haze ganz gut, weil das auch ein bisschen Movement Speed reduziert. Ja. Slash sieht das immer noch? Nein. Ja, doch. Drunken Haze reduziert Movement Speed? Jawohl. Nein. Doch, Movement Speed und Miss Chance und man kann es anzünden. Das müssen wir gleich prüfen. Sehr gerne. Aber das habe ich ja noch nie gehört. Das sage ich in jedem Cast, aber mir hört ja keiner zu. Aber guter Trade für Slash auf jeden Fall. TP gezogen vom Gegner und er kriegt ja auch immer Pillage Gold. Gerade am Tree of Eternity, je teurer das Gebäude, desto mehr Pillage kriegt man. Und er macht einfach dasselbe nochmal. Slash sieht auf jeden Fall hier noch einen Weg zu gewinnen, weil auch gleich die Goldminen leer sind. Guter Einwand von Cien. 600 sind noch drin und Slash kann natürlich sich Gold holen durch Gebäude kaputt machen. Und wenn Link Gebäude angreift, dann tut es weh, weil da sind Dornen dran jetzt. Ja, Slash Plan B ist auf jeden Fall jetzt lamen, strategisch irgendwie versuchen, einen Vorteil rauszuholen. Aber, oh, die,
Die Night Elf Armee kommt zurück und Slash hat keine Scroll of Speed. Und jetzt sind noch Dryads dabei und die Sloan. Au. Oh, dann nimmt er hier zwei Einheiten raus. Das ist auf jeden Fall gut gelaufen. Und er kann natürlich seinen Tree of Eternity noch watscheln lassen zur Natural Expansion. Na, komm, der Grunt. Komm da nochmal hin. Wie lange ist der Stab? Ah, Gift kann nicht töten, nur auf 1 HP. Und jetzt 2 HP. Und der muss jetzt schnell ins Krankenhaus. Der wird vorgelassen in der Schlange. Aber hallo, wird der vorgelassen mit 2 HP. Da muss sich auf jeden Fall eine sexy Krankenschwester drum kümmern. Weiß nicht. Meinst du, die haben auch so weiße Krankenschwestern-Uniformen an bei den Orks? Nein! Nein! Oh, nein! Nein! Er schinkt. Okay, aber jetzt kommt es zu dem, was Slash, glaube ich, nicht will, nämlich einer direkten Konfrontation der Armeen. Und er muss jetzt mit Raidern seine Base verteidigen im Kampf gegen Bären. Das ist nicht ideal. Nee, das ist nicht ideal. Wir sehen noch einen Tower. Das ist natürlich niedlich. Oh, sehen wir noch das Kodos, Panda Kodos. Ultimate. Jetzt, die Kodos. Jetzt Schnack. Ist schön Mittagessen jetzt hier. Lecker. Und der nächste, ja, der wird auch vorgelassen in der Schlange. Aber wie lange leben diese Kodos jetzt, ist die Frage gegen Dryads. Und gerade gegessen, ey, die schwerfällige Kodo, gerade gegessen, Gift und dann wieder weglaufen. Die Kodos haben heute keinen guten Lauftrag. Nee. Erst müssen sie hungern die ganze Zeit und dann werden sie auch noch gepunished, wenn sie mal was snacken. Aber Slash mit dem Mut der Verzweiflung auf den Tree of Eternity, keine Wisps hier. Keine Scroll Speed. Jetzt doch, Scroll Haze. Speed. Oh, ja. Aber das kriegt er nicht, oder? Tree of Eternity ist ein Baum. Oh, da sind auch die Creeps noch dabei, die jetzt entsnären. Storm and Fire. TP. Oh, Timing. Nein, das wird nix. Oh, knapp. Gegen Earthstorm und Fire machst du natürlich auch nix. Der Tree überlebt. Wow. Der Bär und die Kodo rennt in die Creeps. Der Bär auch nochmal ist wieder frei. Es läuft nicht alles ganz rund hier für den Slashor. Aber wunderbar eingesetzt hier das Ultimate. Hat nochmal schön mit dem Cyclone Zeit rausgeholt. Weniger Schaden auf dem Tree of Eternity und ihn vielleicht sogar dadurch gerettet. Also das sieht man auch selten. So ist es. Taunt kann natürlich auch benutzt werden vom Erdpanda. Uiuiuiuiuiui. Aber hört halt gleich auf und hat eine lange Cooldown auch. Ja, gut, dann kann er wieder Breath of Fire einsetzen. Wir haben übrigens Level 8 jetzt. Wow, was für ein Spiel. Es ist eins der besten Spiele, die wir vielleicht dieses Jahr hatten. So, und Link jetzt eine Expansion, die will er natürlich verteidigen, lässt aber die Main offen, aber der Panda hier kann hier eigentlich alleine verteidigen. Der braucht nur Moonwells. Der braucht jetzt nur die schöne blaue Suppe. Sonst nix. Hex. Oh, und jetzt auch mit Drunken Haze drauf. Oh, da ist kaum Healing. Reduced Movement Speed, tatsächlich. Tja. Wahnsinn. Aber nicht viel, oder? Schon ein paar Prozent. Okay. 10% oder so. Krass. Genaue Nummer weiß ich jetzt auch nicht, aber... Ja, Slash hat kein Einkommen mehr, außer natürlich sein Pillage. Könnte noch ein bisschen creepen, aber das sehe ich auch nicht so erfolgsversprechend. Er kann auch nicht, kann auch gerade nicht expandieren, keine Goldmine offen und Link. Könnte jetzt anfangen zu meinen, repariert aber erstmal den Tree of Eternity, was eine gute Idee ist, weil er genau weiß, was Slash jetzt machen will. Er will jetzt irgendwie immer zwischen Expansion und Main hin und her überall Schaden machen, aber da lässt er sich gar nicht drauf ein, ganz locker. Erstmal Tree of Eternity, hat auch Nature's Blessing und jetzt wird erstmal Gold abgebaut. Holz hat er genug. Holz hat er genug, so ist es. Uiuiuiui, bei Slash genau dasselbe. Und die Peons werden jetzt wahrscheinlich mit in die Schlacht geschmissen, oder? Na, cleart die Echse. Er will also nochmal hier was aufbauen. Gibt es nicht auf. Er will den Ehrenpunkt. Ich glaube, es ist erstmal Long Distance Mining. Er hat auch keine Tiny Great Hall. Oder hat er hier schon einen Auftrag gegeben? Eine normale Baustelle? Drei. Oh, tatsächlich, du hast recht. Nee, ist erstmal Long Distance. Uiuiui, da muss er aber noch viel laufen, bis das sich abbezahlt. Bis was sich abbezahlt? Bis der hier das Haupthaus setzen kann. Ach da so. Muss einiges gelaufen werden. Miles and more. Volles 420er Mana hier auf dem Panda. Da hat er jetzt auf jeden Fall einiges dabei. Ja, und Slash geht jetzt den Creep-Weg, muss jetzt aber vielleicht seine Gold-Minion-Line hier verteidigen, aber was soll's. Creepen gibt natürlich auch immer ein bisschen Gold. Plus das Item, was man verkaufen könnte. Fightet wirklich bis zum Letzten, aber gegen so einen Panda, was machst du gegen so einen Panda?
Dyer's forces are under attack. Tja, weiß ich auch nicht. Nee, der Panda wird nicht mehr sterben. Der hat auch so viel Reju, der hat hier einfach 5 volle Mana-Balken im Rücken. Der hat aber auch wieder sein Ult mit. Wenn er möchte. Drunken Haze, Breath of Fire, auf geht's. Und Scroll of Speed. Da blockt der eigene Wolf. Der Raider wird nochmal vergiftet, ist dann wieder ein bisschen langsamer und... Oh. Wird immer rausgehalten. Komm mal weg. Meinst du, es wird sich jetzt noch eine Naga lohnen für Link? Für noch mehr Slow? Noch mehr Slow irgendwie mal. Einfach so einen Helden immer wirklich so slowen, dass er Schwierigkeiten hat, komplett wegzulaufen. GG. Nö. Okay. Einfach. Das Ding ist durch. Slash hat keine Lust mehr, gibt es auf. Ah, was ein Nailbiter, was ein Tug of War, aber am Ende der Panda zu stark. Ja, gut gespielt von ihm und ja, die Creeps haben das Game gewonnen. Die Creeps haben das Game gewonnen? Ja, hast du nicht gesehen? Ich habe 4 Units an den Creeps verloren. Was? Ja. Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe Kodo gesehen, aber... Ich habe 4 Units zurückgezogen und an seiner Natural Expansion ist dann genau dann gerade Tag geworden. Die Creeps werden wach, fangen an zu entsnären und killen mir 4 Units. Ansonsten wäre der Tower Push durchgekommen. Wir schalten dann natürlich diskret weg, wenn sowas passiert, ist ja klar. Ja. Haben wir nicht, ist uns nicht aufgefallen. Ich bin davon ausgegangen, dass der die gecreept hat, dass er expandieren will oder so mit dem Panda. Und dann standen die Creeps aber noch da und haben halt ihre Ensnares geworfen und waren dann 2 Grunts, 2 Raider weg. Und mit denen hätte ich den Push, den Tower-Push halt viel früher ansetzen können. Dann hätte er noch keinen Reju gehabt und dann wäre es durchgekommen. Aber so war es dann scheiße. Aber er ist auch cool ruhig geblieben. Also als die Tower da standen und so mit dem Panda und so, das hat er schon stark gemacht, muss man sagen. Nee, auf jeden Fall. Immer gut gemacht und ja, auch wirklich direkt auf T3 mit den Bären, nicht irgendwie nochmal ein paar Drides gebaut oder so, sondern wirklich durchgezogen, bis er alles hatte und dann in der Zeit hat er wirklich den Rücken gut freigehalten. Schön gemacht. Was genau ist jetzt da so unfair gewesen an Night Elf, die Moonwales oder kannst du das nochmal einordnen? Willst du das jetzt wirklich wissen? Deine Analyse, was war da jetzt das Problem? Jetzt von dem Game gerade oder generell? Ja, nee, von dem Game gerade jetzt. Ja, von dem Game gerade, wie gesagt, dass ich 4 Units an den Creeps verloren habe. Und dann der Push nicht mehr pünktlich kam. Alles klar. Sondern jetzt halt wesentlich zu spät. Jetzt hat der Slash das relativ neutral runtergebrochen und seinen Gegner gelobt. Und jetzt musst du dann nochmal Salz reinstreuen hier, oder was? Finde ich gut. Ja, okay, aber schönes Spiel auf jeden Fall, muss man sagen, sehr, sehr schön und auch sehr abwechslungsreich, aber gut auch gemacht, erst den Panda nicht gespielt, du hast dann versucht, ihn zu countern und dann nochmal den Panda zu spielen, wie du es nicht erwartet hast, also das war auch clever gemacht genau von ihm. Genau entgegengesetzt, die Strategien auch, also ich habe auf der ersten Map halt mit Panda gerechnet, auf der zweiten dann nicht mehr und das war halt genau entgegengesetzt, aber ja, so ist das, nächstes Mal sieht es vielleicht anders aus, aber diesmal war er besser. Schön, finde ich gut, finde ich fair von dir, schön. Und wir haben auf jeden Fall vieles analysiert. Natürlich, Jannis hatte gute Ideen, was du alles besser hättest machen können. Das sagt sich natürlich leicht, wenn man es nicht selber darstellen muss. Er hat heute auch noch... Ja, andere Rasse nehmen zum Beispiel wäre schon mal ein guter Anfang. Er hat auch noch ein Ligaspiel heute und kann dann natürlich beweisen, was in ihm steckt. Aber natürlich, seine wahre Leistung steckt natürlich immer noch oben zwischen seinen Kopfhörermuscheln, da, wo dieses gesamte Warcraft-Wissen vereint ist. Er hat mir zum Beispiel gerade beigebracht, dass Drunken Haze auch die Bewegungsgeschwindigkeit verringert. Das wusste ich nicht. Panda ist schon krass. Das weiß er. Und er weiß noch ganz, ganz viel mehr. Und wie viel mehr er wirklich weiß, was da alles drinsteckt in ihm, das sehen wir jetzt in unserer fantastischen Rubrik Jannis kann es. Ihr könnt gerne joinen, wie immer. Bin schon da. Und wir haben wieder 3 Fragen eingeschickt bekommen aus der Creepjack-Community. Vielen, vielen Dank dafür. Und die werden wir jetzt Jannis und Slash stellen. Mal schauen, wer hier da die Nase vorne hat. Und dann ist Jannis schon richtig warm und drin und hat seinen ganzen Kopf warm gespielt und weiß schon mal viel. Und dann geht es sich auch besser ins Ligaspiel, oder nicht? Hast du die 3 genommen, die ich dir zugeschickt habe? Nein. Wolltest du schummeln jetzt hier? Wenn du die Fragen schon kennst... Ich habe einen Fanbrief gekriegt und da waren Fragen drin. Nein, nein. Wenn du die Fragen schon kennst, also falls ihr die Fragen einschickt, ne, bitte nicht an Jannis. Ne, das ist natürlich, er darf am allerwenigsten die Fragen kennen. Schickt sie mir.
florentin.will@rocketbeans.de und die Fragen, die du mir geschickt hast, die müssen jetzt noch ein Jahr warten, bis du die wieder vergessen hast und dann können wir die natürlich stellen. So, wir spielen Jannis Kannes. Er muss alle drei Fragen richtig beantworten, um dieses Spiel zu gewinnen und Slash ist auch dabei. Slash sammelt die Punkte und ja, die letzten Folgen tatsächlich keine drei Punkte von niemandem von euch. Nee, die letzten beiden nicht, ja. Wir waren trotzdem gut. Ihr wart auf jeden Fall gut. Die Fragen sind zwei, auch knifflig. Zwei an wir beide Male. Ich glaube, das ist 2-2 beide Male, ne? Oder was? Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ja. Heute vielleicht die Entscheidung. Es ist auch knifflig. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir schon so viele Fragen hatten, werden die Leute auch immer kniffliger und kniffliger. Und mal schauen, wie es heute läuft. Ich fange direkt mal mit Frage 1 an. Seid ihr bereit? Jawohl. So bereit, wie man für Jannis Kannes sein kann. Gut. Frage 1 lautet: Bekommt ein Ancient Schaden, wenn es einen Orc-Burrow mit Spiked Barricades angreift? Möchte Stöpsel wissen. Frage ist: Bekommt er Schaden? Natürlich, Nahkampfeinheiten, die einen Burrow mit Spiked Barricades angreifen, kriegen Schaden. Wie ist das mit einem Ancient? Kriegt er Schaden nur, wenn er ausgewurzelt angreift? Nur, wenn er eingewurzelt angreift, also sich genau neben dem Burrow einwurzelt? Oder bekommt er sowohl eingewurzelt als auch ausgewurzelt Schaden? Oder kriegt er einfach gar nie Schaden? Weil er so einfach. Wir hatten schon so viele Fragen, aus denen man das ableiten könnte, aber glaubst du, ich habe mir das gemerkt? Ja. Nee. Ja, wir hatten schon die Frage mal mit dem Mountain Giant, haben wir schon mal gefragt, was passiert, wenn der angreift und so, ne? Also ich habe gewählt. Ich habe eine klare Logik in meinem Kopf. Ich meine mich aber zu erinnern, dass ich diese Logik schon mal bei einer anderen Frage, die ähnlich war, benutzt habe und sie da falsch war. Ja, das jetzt ist dein Vorteil. Du lagst einfach schon oft falsch. Dadurch hast du schon viel Erfahrung gesammelt. Ja, das könnte jetzt aber auch misleading sein. I don't know. Hatten wir mit den Spikes nicht auch mal eine Frage, wo man sogar das Upgrade machen musste und es drauf ankam, wie viel Damage der Unit macht? Ja, das war mit, ob das die Heal Wave cancelt, Heal Self cancelt oder so. Genau, ja. Ich gehe meiner Logik nach. Das ist so falsch. Warcraft geht nie nach meiner Logik. Warum mach ich das überhaupt? Das ist so dumm. So, seid ihr euch sicher? Seid ihr eingeloggt? Ich hab eingeloggt, ja. Alles klar. Jannis, was glaubt dein, was sagt deine Logik? Nur ausgewurzelt, weil dann das Gebäude irgendwie eine Unit ist und das an Gebäuden nicht funktioniert, aber an Units und deswegen ist es hier mit ausgewurzelt. Mhm. Ich habe 3 genommen. Slash hat 3 genommen, sowohl eingewurzelt als auch ausgewurzelt. Okay. Als wäre nicht voll. Gut. Ich glaube, es ist 4. Jetzt, jetzt nachdem ich 1 gewählt habe, glaube ich, es macht gar nichts. Gut. Bei Warcraft und so. Slash, du als Ork-Spieler kriegst natürlich das Burrow hier einmal. Dann habe ich viel zu tun jetzt. Jannis kriegt einmal den ausgewurzelten Ancient of War. Und jetzt kannst du mal angreifen und gucken. Ich greife an. Ob der Schaden bekommt oder nicht. Bom, 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 bom. Ja! Ja, ausgewurzelt kriegt er auf jeden Fall Schaden. Also 4 ist schon mal falsch. Die Frage ist nur, was passiert, wenn du ihn direkt neben dem Burrow einwurzelst? Das ist natürlich die große Frage. Ich wurzel. Wie ich noch nie in meinem Leben gewurzelt habe. Jetzt wird gewurzelt. Der Wurzelpeter haut zu. Und natürlich kriegt er auch Schaden, weil das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und auch da kriegt er Schaden. Damit richtige Antwort 3. Sowohl eingewurzelt als auch ausgewurzelt bekommt er Schaden. Und Slash natürlich als Experte für alles, was Stacheln hat. Völlig richtig. Man nennt mich auch den Igel. Ich hatte 2, also beide Antwortmöglichkeiten von mir waren falsch. Das ist auch stark. Ich glaube, es wird einfach nur durch die Anzahl des Damages und über Nahkampf getriggert. Also es kommt an, wie viel Nahkampfschaden du machst, bis das triggert. Die Frage ist immer nur, zählt das als Nahkampfschaden dann oder als Tower? Aber das ist ja Nahkampfschaden eigentlich. Ja, vielleicht sind Gebäude auch immun gegen irgendwas oder so. You never know. Ja. Gut, aber zu Ende ist das Ganze noch lange nicht. Das war nur Frage Nummer 1. Wir machen direkt weiter mit Frage Nummer 2, die ich sehr interessant finde. Und wer da Bock möchte wissen, was passiert, wenn ein Peasant zur Militia wird, während ein Stormbolt auf ihn zufliegt? Ja, kann man mit einem Militia, also mit einem Call to Arms, einem Spell ausweichen? Wird ja zu einer anderen Einheit. Erstens, die Militia bekommt Normalschaden und wird gestunt. Man kann nichts dodgen. Antwort 2, die Militia bekommt weder Schaden noch wird sie gestunt. Man kann also komplett im Stormbolt ausweichen. Oder sie bekommt
nur Schaden mit Antwort 4 oder sie bekommt keinen Schaden, wird nur gestunt mit Antwort Nummer 3. Wie funktioniert das alles? Ich habe gewählt. Toll. Möchtest du noch ein bisschen anderen Druck auf mich ausüben? Das ist meine Kategorie. Ist Janis, jetzt hier schon was nur weil er schneller ist, ist er nicht richtiger. Okay, lass dich davon jetzt nicht. Ist der, der irgendwie nach 10 Minuten Klassenarbeit abgibt und eine 5 kriegt. Meine Oma hat immer gesagt, die erste Entscheidung ist meist die richtige. Okay. Wie oft war die verheiratet? 2-mal. Gut. Sagt ja auch nicht immer, sie sagte meist. Okay. Ja, die sind schon schlau. Omas sind schon schlau. Die wissen, was, wie sie sich rausziehen. Ja, wo bist du gerade? Wo ist deine Logik gerade? Wo ist dein Kopf? Beim Alchemist. Weil das ist, ich glaube, eine Militia ist im Grunde genommen dasselbe wie Chemical Rage von einem Alchemist. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wie das beim Alchemist ist. Das heißt, alles, was ich gerade gedacht habe, hilft mir null. Ja, du meinst, also es gibt ja so gewisse Zauber, die dann nicht mehr treffen, wenn man eine Einheit in den Zeppelin einlädt oder wenn man ihn wegstarft oder so. Korrekt. Du sagst aber, die Einheit bleibt dieselbe und bleibt damit auch das Ziel, wie bei Chemical Rage. Aber vielleicht kann man auch mit Chemical Rage Zauber dodgen, wir wissen es nicht. Das kann man. Kann man? Ja. Okay. Aber Chemical Rage ist ja ein Spell, ist ja Magie, Militia nicht. Das ist korrekt, aber ich glaube, die Unit wird trotzdem in eine andere Unit transferiert. Also ist beim Bären genauso, wenn die morphen? Ja, was? Nee, oder? Na, das ist die Frage. Ne? Also du trägst dann nach Mana Slash, oder wie? Bitte, was? Du sagst, wenn es Mana kostet, dann ist es anders, als wenn es keinen Mana kostet. Ich glaube, ja. Ich habe eingeloggt. Das hat eingeloggt. Und wieder habt ihr unterschiedliche Antworten gewählt. Das freut mich ja immer sehr. Slash, du kannst dir das mal anfangen. Was hast du denn gewählt? Ich hab die 1. Du sagst ganz normal Schaden, passiert gar nichts. Ja. Ich sage, die Militia wird nur gestunt, bekommt aber keinen Schaden. Okay. Tja, und jetzt müssen wir natürlich hier... Müssen wir das selber machen? Ja, jetzt oder kommen die Reflexe. Oh, das hat ja letztes Mal schon so gut geklappt. Ich würde mal sagen, Janis kriegt die Reflexe. Du kriegst jetzt einen Peasant an der Schloss. Kannst ich habe noch nie in meinem Leben Militia gerufen zu irgendwas. Du musst da nur draufklicken. Der Peasant selber hat jetzt, der Peasant selber hat die Fähigkeit. Ach so, gut zu wissen. Probier das mal aus. Gut. Und kannst auch wieder zurücksetzen. Mit der Hacke. Also ich sehe noch nichts. Stark. Da bist du doch. Ich sehe dich schon. Jetzt nicht mehr. Du kriegst den Mountain King. Okay. Du hast die Aufgabe zu Stormbolten. Also Janis, du musst, während der Stormbolt auf dich zufliegt, zur Militia werden. Kriegst du das hin? Ja, wenn Slash weiter weggeht. Ja, warte, komm, wir machen mal ein bisschen Was hier. Was soll das denn hier? Ja, das muss doch auch mal ein bisschen kompetitiv sein hier, oder nicht? Was willst du denn kompetitiv? Was soll das? Ja, hast du wieder nicht geschafft. Ach so, du hast schon gemacht. Ich dachte, wir sind hier noch im Aufräumen-Kuscheltanz-Tango. Ja, komm, dann stell dich hier neben deine Hütte und dann rufe ich. So, 3, 2, 1, go. Ja. Hatte ich recht, ne? Ich habe das jetzt nicht gesehen, genau, was da passiert ist. Es sah stark nach 1 aus, bekommt Schaden und wird gestunt. Gerne nochmal machen. Aber schön reagiert, Janis. Schön reagiert. Das war ziemlich perfekt vom Timing her. Kannst du es gerne nochmal machen? Dann bin ich ja trotzdem tot. Ist ja egal. Oh, kacke. Ja, mach mal zurück zum Militia. Hetz mich nicht. Ja. Bist du ready? Ja, klar. 3, 2, 1, los. Jo. Ja. Ich habe jetzt HP dazugekommen im Vergleich zu vorher. Ja, weil Florentin dir das vorher gegeben hat. Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also gestunt und Schaden. Die Antwort ist, wenn man gestormbolt wird, kriegt man HP dazu. Gut. Ja. Antwort Nummer 1 ist richtig. Also, natürlich, alles, was mit Hämmern zu tun hat, Slash kennt sich aus. Richtige Antwort. Mann, ich hasse das alles. Ich hasse Demon, ich hasse Militia, ich hasse Stormbolt. Alles Mist. Slash könnte also hier die 3 Punkte voll machen, aber da braucht es natürlich noch eine dritte richtige Antwort. Janis natürlich auch die Möglichkeit, hier nochmal nachzuziehen.
Wir schauen uns einfach mal an, wie Frage Nummer 3 aussieht. Und zwar, was passiert, wenn eine Nekropole unsummoned wird, während sich ein Held mit TP zu ihr teleportiert? Erstens, der TP geht ganz normal durch. Zweitens, der TP wird abgebrochen. Oder drittens, die Nekropole kann nicht unsummoned werden, während sich ein Held mit TP zu ihr teleportiert. Wie funktioniert das Ganze? Ich hab gewählt. Also, kommt der hier schon wieder mit so schnell einer Antwort und so. Also, nur zur Abfolge des, also wie das hier alles funktioniert. Ja. Ich drücke das TP. Genau. Auf die Nekropole. Dann wähle ich einen Acolyte an und versuche, die Nekropole zu unsummonen. Ganz genau so ist es. So ist es also. Mhm. Okay. Fachbegriff ist unsummonen. Ich habe gewählt. Das ist genommen, ich habe 3. Ich auch. Ich glaube, ist dann hier invalid target und so. Ja, dann mach mal. Ich kann das hier heißt, gucken. Slash hat entweder alles richtig oder ich habe alles falsch. Was ist eure Logik für Antwort 3? Warum glaubt ihr das? Computer sagt nein. Okay. Ich glaube, das Spiel beschützt, also das ist dann so, wenn man auf irgendwas drauf tippt, dann ist ja das geschützt von allem. Also beim Stuff ist es auf jeden Fall auch so, das weiß ich. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es beim TP genauso ist. Gut, dann natürlich als Undead-Spieler muss das jetzt Jannis übernehmen. Du hast gesagt, das ist nicht ganz simpel. Du musst erst TP'en, dann unsummonen und dann gucken, was passiert. Slash, du kannst zugucken, ne? Du hast ein Shade. Ja. Gut. Kann ich loslegen. Jannis, du darfst loslegen. Letzte Frage. Das geht! Boah, krass, das hätte ich nicht gedacht. Okay. Aber TP kommt nicht durch, okay? Du kannst unsummonen, aber TP wird abgebrochen. Antwort Nummer 2 ist die richtige. Verrückt! Ah, fuck, wieder nicht 3 richtig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es würde erst abgebrochen. Ich hätte gedacht, es würde abbrechen, wenn die Nekropole dann halt weg ist. So quasi jetzt natürlich, weil die Nekropole dann nicht mehr da ist. Aber dass schon das Unsummonen das Gebäude verschwinden lässt. Das ist natürlich Wahnsinn. Das ist verrückt, ja. Du behältst auch das TP, ne? Ist nicht weg. Ja. Ach, verrückt? Ja, richtig. Da liest bist man das denn, und dann ist es gar nicht weg. Bist du denn dann unverwundbar kurz oder nicht? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil wäre ja interessant, damit könnte man damit ja dann auch was dodgen, ne? Das könnte du verlierst zwar dann deine Main, aber dein ja, klar, das ist ja dann, macht ja alles Sinn. Ich habe keinen TP-Floh und den kannst du mir einen TP geben. Das liegt unten im Süden? Es liegt Stück im Süden, dankeschön, dankeschön. Werde ich unverwundbar? Ja klar werde ich unverwundbar, weil man wird ja unverwundbar. Ja, aber wenn das TP abgebrochen wird halt, ja doch, Tatsache, ja. Ja. Aber auch das nicht gerade cool, so 5-6 Sekunden. Das wird schon spät abgebrochen auch. Ja. Du meinst, dass man für den Trick jedes Mal eine Nekropole ansammeln muss? Wenn du kann ja sein, dass du zum Beispiel als eine dann deine Echse auch eine hast, um hinzutippen und die könnte man ja dann gegeben, je nach Spielsituation macht es ja Sinn. Ja, wäre auf jeden Fall unerwartet. Ja. Keiner wieder 3 Punkte, wieder keine Geschenke. Keine 3 Punkte, es tut mir leid. Aber dafür trotzdem Slash mit 2 Punkten, respektabel muss man sagen, gewinnt diese Runde. Jannis kann es, aber Slasher macht's besser. Ich fand mich auch respektabel. Auf jeden Fall. Vielleicht liegt deine Stärke heute woanders. Ich hoffe. Die kommt noch. Einer von uns muss ja gewinnen heute hier. Ich würde mal kurz noch eine Runde meditieren gehen. Gerne. Könnt ihr 2 Minuten über irgendwas reden? Willst du mit Tieren machen? Medi. Okay. Nee, finde ich gut. Geh noch mal in dich. Reset. Gegen Human. Macht er sich jetzt eine Kerze an? Wie sieht das jetzt aus? Vielleicht rasiert er sich nochmal die Hände oder so. Schön die Geschwindigkeitshände einfach nochmal schön eincremen. Ja. Je weniger Oberfläche dein Körper hat, desto schneller kann man spielen. Das weiß jeder, ist ja klar. Ja, Physik. Ja, finde ich eine gute Idee. Slash, ja. Du kannst dir schon mal sagen, was sehen wir demnächst bei dir? Worauf können wir uns freuen?
Ich mache heute Abend ab 20 Uhr, allerdings Subs Only, wird die Podcast-Aufnahme vom Podlast Podcast live aufgenommen. Ansonsten gibt es am Freitag den Back to Warcraft Cup bei mir auf Englisch, bei Janis, bei mir auf Deutsch, bei Janis auf Englisch, so rum. Dann am 1.5. ist der Holy Energy Cup Nummer 2. Wenn ihr unter 1600 MMR seid, könnt ihr da mitspielen und Preise abräumen. Sowohl Holy Energy als auch Preisgelder. Platz 1 35 Euro, Platz 2 15 Euro. Und am selben Tag, am Sonntag, auch am 1. gibt es noch einen absoluten Top-Clan-War, nämlich der Kampf um Platz 1 in der Master League Division 1, Playing Ducks gegen Raptor Gaming. Das gibt's. Und ansonsten kann man gerne auch am 7. Mai zugucken. Da sind der gute Janis und ich nämlich in Berlin vor Ort und casten zusammen die Finals der ESL-Meisterschaft. 7. Mai kommt das Ganze noch. Ein Traum. Geht ihr dann auch noch schön ins Berghain und so abfeiern oder was? Oder was habt ihr da geplant? Müssen wir mal gucken. Wir haben auf jeden Fall das letzte Mal, als wir da waren, dann waren wir gut unterwegs, sag ich mal. Und da hat uns ein Türsteher von einem gewissen Interblissement diverse Visitenkarten überreicht. Wir sollen doch mal vorbeigucken. Was wir letztes Mal nicht gemacht haben, können wir vielleicht dieses Mal nachholen. Wow, so läuft es schon. Ihr werdet hier eingekauft von Berliner Clubs. Nicht schlecht. Ja. So, ich bin wieder da. Hoffe, dass mein Gegner auch da ist. Ich habe schon wieder die Maps vergessen. Die kann man zum Glück nachgucken, ne? Auf creepcamp.de. Absolut, kannst du alles nachgucken. Aha. Upcoming. Ich musste ein bisschen verschieben. Mein Originalgegner, aka Katze, hat mich gedodged. Und es hat sich übrigens rausgestellt, dass aka Katze ein alter Caster-Kollege von mir ist. Von vor 12 Jahren. Das ist nämlich der gute Loki von ESL Radio. Das machen wir dann nächste Woche. Da freue ich mich schon drauf. Wir spielen Northern Isles und Springtime. Jetzt. Cool, sehr schön. Okay. Hier mit der 1 dran sind wir. Jut. Stark. Stark, stark. Springtime. Oh, bin ich sehr gespannt. Ich bin schon wieder nervös, ne? Ach, brauchst du nicht, Janis, Mensch. Du hast so viele Siege geholt. Denk an das Spiel gerade. Denk an die 5 Knights, die für dich gekämpft haben. Die dich König genannt haben. Ich hab gerade 0 Punkte geholt. Naja, einen, oder? Ah, nee, stimmt. Du hast auch, nee. Die Situationen werden nicht vorkommen. Jetzt weißt du ja, dass der dir nicht deine Coils dodgen kann mit seinen Peasants zu Militia. Das heißt, du hast viel mehr Möglichkeiten, ihm die Economy wegzukeulen. Ich mute euch jetzt erstmal. Okay. So, ich höre die Jungs nicht mehr. Ich muss mich wahrscheinlich für die auch muten. Okay, hat er sich jetzt für uns gemutet, müssen wir das machen. Ich glaube, nee, er hat es gemacht. Ne? Aber muss ich sagen, ich habe gerade noch, er hat gerade in der Vorbereitung noch ein Spiel gestreamt gegen Human und das sah wirklich ordentlich aus. Also da war ein Anti-Magic Shell Dodge dabei, da hat er schön Stormbolt gedodged, da waren richtig schöne Momente dabei, er hatte Knights übernommen. Also ich glaube, er hat Bock, ich glaube, das ist gut, wenn man direkt vor dem Spiel nochmal ein gutes Spiel gespielt hat gegen dieselbe Rasse und von daher glaube ich, Janis ist drin, Janis hat Bock. Aber wir wissen auch manchmal, klar, der Frust kommt immer mit und der Druck ist hoch. Aber er muss ja, glaube ich, nur ruhig bleiben, dann ist es eine sichere Sache. Und wir haben wahrscheinlich den Join-Bug von seinem Gegner, ne? Wollte ich gerade sagen, ich glaube, der hat noch nicht den neuen Launcher. Das sieht so aus gerade, ja. Könnte ganz gut sein, dass wir. Aber immerhin schon mal der erste Fehler vom Gegner, sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Und man denkt so, Moment mal, dann hat er aber ganz schön lange nicht mehr gespielt, oder? Oder nicht mehr geupdatet. Vielleicht kann man sich das irgendwie gut reden in seinem Kopf, dass man dann irgendwie besser vorbereitet ist. Janis ist definitiv besser vorbereitet. Der hat einfach mehr Spiele gespielt, alles gesehen. Ja, hier haben wir einen kleinen Join-Bug haben wir hier. Mhm. Wie auch immer das zustande gekommen ist. Ja, Frage, ob dein Gegner den neuen Launcher hat. Das ist in der Tat eine gute und auch berechtigte Frage. Sind dann schon mal wieder drin? Selber Game nehmen? Florentin, du musst die Map noch ändern dann, ne? Was war's? Northern Isles oder was hast du gesagt? Ich hab nicht gehostet eigentlich, aber okay, kann ich machen. So, ja doch, du bist gerade als erstes wieder reingegangen. Okay. Dann war das Spiel noch offen, oder ist das ein schlechtes Zeichen, wenn das Spiel noch offen ist? Weil ich hab's nicht gehostet. Ja, dann lass es das lassen. Dann ich mach auf. Nehmen die 2. Tini, spielst du auch noch ein Ligaspiel? Heute nicht, der hat heute frei, der Mann. Ja, nächste Woche spiele ich gegen Random. Freue ich mich sehr drauf. Dann holen wir das nach. Heißt der Random oder spielt er Random? Der spielt Random. Okay. Ich habe mich übrigens beworben, ne? Am 3. Mai hier, Florentin. Habe ich gestern Abend abgeschickt.
Ach, wirklich? Ja, für dein Testpublikum. Okay, krass. Ich mich beworben. Oh, ist ja quasi nicht, bei mir um die Ecke. Ja, muss ich mal gucken. Ich muss deine. Ich hoffe, deine E-Mail-Adresse ist erkennbar als du. Dann sortiere ich dich schön aus. Ja. Überall meine Spitze. Warte ab, doch. Ja, was passiert hier? Könnt ihr mal Leute, die von nichts eine Ahnung haben, erzählen, was ihr da plant? Mein guter Freund und Podcast-Kollege Stefan Tietze und ich machen nächste Woche Dienstag eine Improv-Comedy-Show. Und das kann sehr unangenehm werden, weil nichts ist schlimmer als eine schlechte Improv-Comedy-Show. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Aber man muss ja irgendwo anfangen. Du musst ja irgendwie besser werden. Deswegen machen wir es jetzt einmal und suchen die geduldigsten und anspruchlosesten Zuschauer, die es gibt. Und wir haben ein paar Plätze in Köln und Slash, du bist auf gar keinen Fall dabei. Ich will nicht, dass du diesen Verkehrsunfall siehst. Auf gar keinen Fall. Ich meine, das kann ja jetzt nicht so viel anspruchsloser sein als das Creepjack-Publikum. Oh, ne? Naja. Die sind schon sehr anspruchsvoll. Wenn da einmal ein Tome nicht aufgehoben wird, da hast du direkt hier so eine E-Mail-Kette am Hals. No. Ich mute euch jetzt erstmal hier. Und du musst deine Rasse noch einstellen. Ne? Ich hoffe, er denkt dran. Schreiben wir ihm nochmal. So. Noch einmal. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt wieder ein Cryptort auspackt. Oh ja. Oh, hätte ich Bock drauf. Hätte ich Bock drauf. Haben wir letzte Woche von ihm gesehen? Er hat ja letzte Woche Ja, und wieder abgeschnitten. Bad State? Warcraft is in a bad state? Das ist neu. Ach, da hat einer nicht neu gestartet, nach dem letzten Abschmieren quasi. Wahrscheinlich Florentin, wenn das bei ihm im bad state ist. Also wenn es einen Joinback gibt, muss er eigentlich immer neu starten. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte nur, die Person, die dafür verantwortlich ist, muss neu starten. Ah, alle guten Dinge sind drei. Ja, dann haben wir auch die Nummer drei auch. So. Was wäre denn auch eine Creepcheck-Folge ohne technische Schwierigkeiten? Das ist ja schlimm, sowas. Okay. So, hat Janis das gehört mit der Nummer drei? Ja. Okay. Wunderbar. Jan, spielst du den Scriptlord? Ich sagte das nicht. Machst du den TP-Trick auf die Nekropole? Ich mach dir nichts, was ihr sagt. Mach das mal. Wenn du richtig hoch gewinnst, mach den Trick mal. Das ist richtig Meter. Das genau, Meter. Um den Gegner nochmal zu demütigen, bitte. Nochmal so ein paar Tricks reinbauen. Bau ihm erst eine Nekropole in seine Manbase und dann mach den Trick. Genau, ja. Kann ich vielleicht erstmal, also ich würde erstmal damit anfangen, meine Build-Order richtig hinzufügen. Ach, also, das ist meine, ich bitte dich. Das ist mein erstes Ziel. So wie du vorhin gezaubert hast, sollte das kein Problem sein. Hat übrigens mittlerweile jemand geklippt. Das war stark. Schön. Jetzt habe ich den Link natürlich vergessen, verloren. Schön, 500 APM-Ladebildschirm hat er gleich. Bei mir im Chat ist er. Vielen Dank an Admiral Dobby. Ja, genau der. Mir ist er nicht, glaube ich. Wusstet ihr, dass das Aussehen von Dobby Putin nachgeahmt worden ist? Was? Letztens, ja. Ja, habe ich letztens irgendwo erfahren, in so einem Harry Potter irgendwie Behind-the-Scenes-Info-Ding. Er soll, von den Gesichtsformen her soll er Putin ähneln. Aber warum denn Dobby? Ja. Das passt ja überhaupt nicht zusammen, oder? Vom Charakter her. Aber wenn du ihn dir anguckst, dann stimmt es ein bisschen so, die Gesichtsform ist ähnlich. Mein Gegner sagt, er muss mal kurz alles neu starten. Das dauert vielleicht eine Sekunde oder eine andere. Müssen wir kurz hier noch Zeit überbrücken. Sorry dafür, ihr kennt die ganze Problematik. Admiral Dobby, kannst du das vielleicht nochmal posten gerade? Das wäre toll, dann kann jetzt jeder gleich sehen, wie gut ich bin. Oh, er schreibt auch, Dobby rückwärts ist gleich Putin. Stimmt! Alter! Was? Dobby rückwärts ist was? I, fängt mit I an. Mit Y. Das ist I. Irgendwas. Florentin sagt doch einfach, ja, stimmt. E-Bot. Ich vertraue dem Chat blind. Wir nutzen die Zeit mal, die wir haben, um nochmal diesen herrlichen Stormbolt-Deutsch anzuschauen. Hier kommt der Clip. Achtung, los geht's. Ich hab den Clip nicht. Ja, Florentin aber. Ja, toll. Ich habe ihn, Achtung. Achtet auf den DK. Oh, ein Traum. Anstatt, dass du mir den Link einfach mal schickst, ne? Ja, ich habe das immer auf zwei verschiedenen Rechnern. Wir schauen es nochmal an. Achtung. Du gehst mir auf den Sack. Death Knight in Bedrängnis und da kommt Anti-Magic Chain, letzter Sekunde. So, jetzt habe ich es auch, liebe Zuschauer von meinem Stream. Hier. Warte. Hier.
Ich spule nochmal zurück. Achtet auf meinen Decay. Er ist sehr angeschlagen. Er hat gerade eine Invo Potion. Und der Stormbolt, er fliegt. Bam, Anti-Magic. Es geht nicht knapper. Stark. Ich bin ein Warcraft-Gott. Ich glaube, dein Lachen brauchen wir als neues Intro für diese Sendung einfach. Das ist sehr gerne. Wir basteln das gerne mal zusammen. So als Sub-Sound oder irgendwie sowas. Ich glaube, das kann man sogar in Noten schreiben, diese Melodie. Ich glaube, da kann man einen ganzen Song draus machen, nur aus diesem Lacher. Das ist schön. Ah, sehr gut. Das wollen wir aber jetzt auch sehen, ne? Ja, selbstverständlich. Ist überhaupt kein Problem. In der Zwischenzeit, wo wir noch kurz warten, kann ich auch was announcen. Sonst ist immer ja Slash dafür zuständig, was zu announcen. Jetzt kann ich das mal machen. Und zwar quasi, vielleicht weltexklusiv, bin mir nicht ganz sicher. Wir haben uns mit Foggy zusammengetan. Foggy natürlich ehemaliger Vize-Weltmeister in Warcraft 3 aus der Ukraine. Und wir wissen, in der Ukraine ist gerade nicht so cool alles. Foggy auch aus dem Land, also der hat ja da schon länger nicht mehr gewohnt, ist aber aus den Belarus quasi mit geflüchtet und hat sich gedacht, gut, jetzt wo ich safe bin, können wir vielleicht mal ein paar anderen Leuten helfen, die noch in der Ukraine sind oder in einer schlechteren Position sind als er selber. Und dementsprechend hat Foggy eine Showmatch-Serie gestartet und startet mit einem Match gegen niemand anderen als den größten Warcraft-Spieler aller Zeiten gegen Moon. Help Ukraine, Foggy gegen Moon, ein Charity-Match am Samstag 13 Uhr zentraleuropäischer Zeit. Ein Best of Five wird gespielt. Währenddessen sammeln wir Support für die Initiative Help Ukraine. Das ist eine polnisch-deutsche Organisation, die humanitäre Hilfe regelt für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Foggy hat schon $200 reingepackt. Toxi hat auch schon $50 reingepackt. Wir sind bei $300 momentan. Alles, was wir während der Zeit auf dem Stream sammeln, geht natürlich auch direkt in den Pott. Und ja, dann machen wir Samstag einen kleinen Fundraiser für die Leute in der Ukraine, in Polen und wo sie sonst noch so sind. Sehr gut. Sieht cool aus. Wo wir gerade bei Foggy sind, Foggy hat jetzt auch einen neuen YouTube-Kanal. Foggy English heißt der, wo er auch Englisch spricht und seine Replays analysiert und erklärt. Gerade die ganzen Matches gegen Happy, sehr interessant. Er hat ja sonst immer schon gestreamt auf seinem eigenen Kanal, wo ich natürlich kein Wort verstehe. Und ich dachte mir letztens, komm, ich versuche mal was von Foggy zu lernen, mach einfach mal die automatisch generierten Untertitel an. Und also das war so eine Katastrophe. Diese ganzen Fachbegriffe von Warcraft mit Blight und TP und das kombiniert mit dieser mittelmäßigen KI-Übersetzung. Also es war lächerlich. Es war unmöglich, was zu verstehen. Aber jetzt gibt es das auch auf Englisch. Also Foggy English heißt der Kanal. Könnt ihr euch angucken. Gerade für Nachtelfenspiele natürlich, glaube ich, sehr interessant, was er sich da alles bei denkt. Bei diesen ganzen legendären Foggy gegen Happy Matches, wie viel Überlegung und Strategie da eigentlich reinfließt. Also sehr, sehr interessant. Abonniert den mal gleich, da freut er sich bestimmt auch. So ist es. Sollen wir die 10 noch raushauen, Janis, bevor dein Gegner kommt? Das können wir machen. Ja, Slash, welche 10 überhaupt? Was ist hier los? Was gibt's zu teasern? Was gibt's zu announce? Es gibt ja mittlerweile dann jetzt zum 6. Mal, glaube ich, ist es schon, die Sixperion Craft. Beim letzten Mal ist er da so ein bisschen drunter und drüber gegangen. Wir haben es ja auch bei unserem Podcast erwähnt. Deswegen haben wir da viel ein bisschen umgeplant. Jan ist das in der Planung mehr beteiligt. Ich bin ein bisschen mehr beteiligt. Ente hat ein wunderschönes Skript geschrieben, um eben die Arbeit aufzuteilen. Und deswegen wurde das Ganze jetzt ein bisschen professioneller organisiert, sag ich mal. Das hat er auf jeden Fall gut gemacht. Und somit können wir dieses Mal das wahrscheinlich am besten besetzte Xperion aller Zeiten bekannt geben. Denn es gibt dieses Mal 10 Invites, die jetzt schon invited sind, und 2 Leute können sich noch qualifizieren. Die 10, die invited sind, sind Anxiety vom Team Rocket Beans. Video! Achso, du hast das. Ja, dann hauen wir das Video direkt raus, dann mach das doch. Jetzt hat Florentin das natürlich nicht. Na gut, ich kommentiere das einfach mal dann mit. Wir haben, Freunde, ein schönes Event in Köln, das Xperion Craft, mit der legendäre Kevin Schwem, mit seinem besten Kumpel Jokern, mit Van, mit Hippo aus Großbritannien, mit Zeit aus Frankreich, mit Anxiety, der letztes Mal gut aufgespielt hat, Starbuck kommt aus der Slowakei, Skars, der Slowenien. Champion, Slowenien, Graf kommt auch aus Frankreich, Leon kommt diesmal wieder mit dazu, nachdem sein Tatort abgedreht ist. Alle 10 Spieler in Köln im Mai. Und natürlich ihr vielleicht. 2 Slots sind noch offen. Qualifier am Montag und den Montag drauf. Und vielleicht kommt Florentin ja sogar diesmal mit. Mal gucken, was sind das für Wochentage wieder?
Das ist Samstag. Samstag, der 28. Ja, Samstag ist immer schwierig. Aber ja, mal gucken, mal schauen. Aber ich glaube, ihr habt an dem Tag, glaube ich, dieses Rocket Beans LAN-Event. Ah, okay. Ja, mal schauen. Ja. Aber auch ich, auf Leon bin ich auch sehr gespannt. Der streamt ja auch wie ein Wahnsinniger, muss man sagen. Also teilweise 8 Stunden am Tag oder so. Also kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, auf Twitch hier mal vorbeizugucken. LeonWC3, glaube ich. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Beantwortet auch sehr, sehr geduldig viele Fragen, analysiert auch immer Replays, die man einschicken kann. Also wirklich auch gutes Coaching von einem sehr, sehr guten Spieler umsonst und so. Also schaut da gerne mal vorbei, folgt dem. Der macht gerade die 1000 Follower voll. Könnt ihr mal helfen, wenn ihr wollt. Und auf jeden Fall sehr, sehr cooler Streamer auch. Hat auch einen sehr guten Manager, habe ich gehört. Gut. Also, wenn ihr vorbeikommen wollt oder wenn ihr mit, ja, der Hacks, genau. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr euch noch qualifizieren. Da gibt es nämlich 2 Qualifikationsturniere noch, wo jeder mitmachen kann. Die Gewinner der beiden Qualifikationsturniere kommen auch noch dazu. Das ist einmal am 2. Mai und einmal am 9. Mai sind die Qualifikationsturniere, wo ihr euch anmelden könnt. Und wenn ihr sagt, ne, ich habe keinen Bock, mich zu qualifizieren, aber mich interessiert das und ich würde die Leute gerne kennenlernen, kommt vorbei. Im Xperion in Köln am Hansaring, alle Spieler vor Ort. Jan ist da, ich bin da, der Sparta kommt. Fischi kann diesmal, glaube ich, nicht, aber Ente ist zum Beispiel auch da, also wenn einiges an Leuten da haben. Armin hat auch schon gesagt, dass er eventuell vorbeikommt, selbst falls er sich nicht qualifizieren sollte. Also die Warcraft-Community Europas vereinigt sich in Köln am 28.05., kommt vorbei, trinkt einen mit uns und guckt geile Warcraft-Spiele. So, was mit deinem Gegner jetzt? Startet neu. Er ist zumindest mal auf dem Handy wieder online. Schon mal ein Anfang. Das war gut. Hat einfach alles ausgemacht, einfach komplett. Er hat wahrscheinlich die Stromkabel neu gelegt. Da ist er doch. Ja, wunderbar. Okay, dann hoffen wir mal das Allerbeste. Ich schalte euch schon mal ab hier. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Janis. Hau ihn um! Ja. Ich hatte jetzt 2 Tage lang kein Wasser. Das ist nervig. Mir wurde das Wasser abgestellt. Ach du Scheiße, ich dachte gerade, du hättest irgendwie vergessen, einen Kasten Wasser zu kaufen oder so. Nee. Bei mir zu Hause wurde das Wasser abgestellt. Zum Glück wusste ich das, da war so ein Aushang im Flur, dass das abgestellt wurde. Dann habe ich einfach sämtliche Gefäße bei mir zu Hause mit Wasser voll gemacht, als ich es noch hatte. Badewanne randvoll. Aber auch da, wenn du 2 Tage lang immer dasselbe Wasser hast, da du in der Badewanne baden musst, statt zu duschen. Weil was ich nicht bedacht habe, ist, dass es natürlich über Nacht einfach saukalt wird und du jeden Morgen in einer eiskalten Badewanne dich waschen musst. Es war mal ein kleines Survival-Erlebnis. Hast du dir vorher dann so eine Prepper-Doku angeguckt oder sowas, um dich vorzubereiten? Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Ich habe ehrlich gedacht, ob ich nicht morgens das Wasser in so einen Wasserkocher abfülle und dann über mich gieße, damit ich warm duschen kann. Aber ich glaube, das wäre richtig schlecht ausgegangen, einfach da das kochende Wasser über mich zu schütten. Geht dann schon. Ja. Also was du machen kannst, ist halt 3-4 Mal kochen und in das Kalte reinkippen dann, so dass es ein bisschen anwärmt höchstens. Aber es ist was anderes. Man startet den Tag anders, wenn du dich einfach in eine kalte Badewanne legst morgens. Also es ist auch nicht schlecht. So, du bist einfach auch wach dann. Ja, das glaube ich. Okay. Wach ist auch Janis auf jeden Fall, denn er will den Sieg. Er will ihn und er hat ihn schon oft durchgespielt. Er hat viel gespielt, er hat oft gewonnen, auch gegen Human. Tolle Spiele gemacht, ihr habt gerade gesehen, Stormbolt Dodge. Das geht ihm leicht von den Fingern. Ähnliches wird er hier gleich wiederholen auf Northern Isles. Da ist es auch sehr kalt und damit natürlich auch wach. Die Finger sind warm, er ist nochmal meditiert, er ist nochmal in sich gegangen. Er fühlt sich zu Hause bei sich und jetzt wird er hier vernichten. Der blaue Undead rechts oben, es ist unser Janis Neotiax. Und auf der anderen Seite haben wir einen Human, dessen Name bereits bedrohlich wirkt. Er tritt an gegen die untoten Horde. Es ist der Geisterdrache. Wir haben Ghost Dragon unten links am Start in wunderbarem Gelb. Und der startet mit einer Standard-Build-Order, zumindest bis jetzt. Mal gucken, ob es noch irgendwie ins Palau Raffle switcht. Aber es sieht nicht so aus. Es wird wahrscheinlich der Archmage werden. Ja, ich bin gespannt, was Janis macht. Er war ja lange verschrien als ein bisschen konservativer, langweiliger DK-Spieler, aber das ändert sich auch immer wieder. Letztes Mal hat er den Crippler ausgepackt. Nein, es ist der DK jetzt hier. Aber natürlich die Frage, wie geht er hervor? Ja, Undead Human, ein Matchup, das ich sehr, sehr gerne mag, auf jeden Fall. Es dreht sich oft viel um die Expansion des Humans. Erst muss er mal gucken, wie kann er die aufbauen, wie viele Persons verliert er. Dann kann der Undead irgendwann die ganzen Türme kaputt machen, die da gebaut werden. Also viele Dinge, die so ein bisschen nach Protokoll routiniert sind, aber immer wieder spannend, weil das Spiel sich an vielen Stellen ganz anders entwickeln kann, auf jeden Fall. Und man guckt mal, wie es sich hier entwickelt. Auf jeden Fall sehen wir hier, glaube ich, das Standard-Matchup, das man so kennt aus diesem
Ja, einen relativ frühen Graveyard haben wir bei Janis. Also der ist ein bisschen früher als sonst. Normalerweise macht man den erst im Tech auf T2, weil du als Human eben schnell auf T3, als Anhalt eben schnell auf T3 willst. Du willst den Orb haben, du willst den Lich dazu haben und dann auf T3 mit den Destroyern schön zu pushen. Der ist relativ früh bei ihm dieses Mal hier. Könnte vielleicht darauf hindeuten, dass er selber eventuell sogar noch expandieren will mit dem DK. Kauft sich zumindest erstmal eine Rot, aber kein Sacrificial Skull. Das heißt also, dann wahrscheinlich doch eher nicht. Einfach nur frühe Fiends bei Janis. Und unten sehen wir Ghost Dragon, der direkt creepen geht mit Militia Support. Also nicht direkt die Expansion cleared. Gucken, ob es dann gar keine Expansion wird oder vielleicht erstmal ein bisschen später. Aber hier holt er sich erstmal die Ogre und die Tuskas. Kriegt ja, hier ein Consumable, einen Greater Mana Potion. Auf jeden Fall nicht schlecht. Bis Late Game definitiv brauchbar gegen Undead. Dann geht es nämlich ordentlich um Hero Focus. Level 2 hat er damit geholt. Auf dem Archmage Aura ist da. Ein Footy hat ein bisschen Damage getankt. Im Idealfall versucht man natürlich den Damage auf die Water Elemental zu verteilen, aber das war schon ganz okay, so wie es hier gecreept hat. Schickt seine Worker jetzt zurück, um Holz zu hacken. Hat jetzt auch genug Gold, um direkt auf T2 zu gehen. Macht das auch. Also keine Expansion beim Human, zumindest nicht auf T1. Ja, aber wenn er hier Level 3 wird mit den Level 2 Wasserelementaren und dann noch der Potion of Greater Mana, das kann auf jeden Fall zu einem bösen Timing werden, wo Janis vielleicht seine Probleme kriegt. Er creept hier erstmal ganz entspannt. Bisschen oldschool, also wie wir den Janis kennen. Passiv, creepen, schön viele Skelette immer haben und jetzt auch die Fiends, die er so gerne mag. Und er creept hier erstmal hoch. Kriegt das aber auch mit, dass hier vielleicht langsam die Expansion angegangen wird. Hier, da tötet er den Pinguin, sein Seelentier, sein Lieblingstier wird hier geopfert, sein Pinguin. Also da ist ihm wirklich nichts zu schade. Er will diesen Sieg hier, koste es, was es wolle. Komplett im Blutrausch, der Mann heute hier. Jetzt ist alles zu spät. So, Level 2 für den DK und spätestens jetzt sollte er eigentlich mal rüberrennen. Ich habe mich übrigens verguckt, es war die Mana Potion. Ich habe Greater Heal Potion gedacht, aber es war die Mana Potion auf dem Archmage. Ja, Sentry Wards werden gefunden vom AM. Auch nicht verkehrt, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo die Fiends dann burrowen können. Aber der Archmage, der creept hier ganz in Ruhe weiter und Janis ist so ein bisschen zu passiv eigentlich für dieses Matchup. Normalerweise müsste er jetzt schon runtergehen, Druck machen. Schickt die Skeletons zumindest mal scouten. Hat mit dem Akku gesehen, dass keine Phase-Exe da ist. Jetzt Level 2 gegen Level 2 ist eigentlich Vorteil für den DK und diesen Spike müsste er ausnutzen, läuft jetzt auch runter und sucht den Gegner, aber vermutet ihn irgendwie an einem falschen Punkt. Ja, aber auf jeden Fall kein Expansion-Spot-Creep hier für Ghost Dragon. Das hat er auch gesehen, glaube ich, mit seinem Akolyten und hat vielleicht sogar versucht, das zu verhindern jetzt, indem er jetzt hier auftaucht. Aber ja, der Archmage creept hier weiter, könnte hier auch schon Level 3 werden. Ja, würde auch. Könnte aber auch einen Footmender verlieren beim Creepen. Ah! Ganz knappe Kiste. Level 3 Archmage. Level 2 WEs, Gloves of Haste und Janis. Der staubt hier oben zumindest mal einen Footy ab. Ist aber jetzt ein komplettes Level hinter seinem Gegner. Und Level 3 gegen Level 2. Ah, mal gucken, wie jetzt das Harassment wird hier von ihm. Ein angeschlagener Footy zurückgezogen in die Base. Skeletons nach vorne geschickt. Zwei Fiends mit dabei. Death Knight weiter hinten positioniert. Sieht jetzt, dass da kein Arcane Tower ist. Dementsprechend kann er auch ruhig ein bisschen weiter nach vorne gehen mit dem DK. Macht das jetzt auch. Sofort hier alle Holzpeons und Militias. Da kommen wir direkt mit der großen Fliegenklatsche, kommt er hier an. Ja, da hat er auf jeden Fall ein bisschen Panik dabei, aber die Level 2 Wasserelementare natürlich auch eine Macht. Klar sind eine Menge Skelette, aber wie gesagt, Undead hat ja so früh kein Dispel, keine Möglichkeit und deswegen sind die erstmal eine Mauer, wo man durch muss durch Wasser. Janis hat aber auch keine Militias down bekommen. Zwei hart angeschlagen, beide zurückgezogen. Keine Unit jetzt gerade gekillt. Second Hero ist der Mountain King. Der Hausmeister mit der großen Werkzeugkiste und weiter Footies. Keine Blacksmiths. Also nichts mit Riflern oder so, sondern Arcane Sanctum wird gebaut. Und Janis entscheidet sich, auf der anderen Seite weiter zu creepen. Sein T2 ist fertig. Direkt straight durch auf T3. Das ist gut. Lich kommt und Slaughterhouse kommt auch. Also dann jetzt, nachdem der Graveyard ein bisschen früh gebaut worden ist, jetzt noch der schnelle Tech auf T3 bei Janis. So, und jetzt läuft der Archmage hier auf die andere Seite rüber. Hat noch seinen Potion of Greater Mana, aber natürlich mit der Brilliance Aura hat er normalerweise auch immer recht gut gefüllten Mana-Balken. Eine Illusion rein. Was will er hier erreichen? Gegner. Will er jetzt hier die Akolyten holen? Er könnte jetzt das Slaughterhouse zum Beispiel abbrechen, wenn er pünktlich kommt. Scheint aber erst aufs Ziggurat gehen zu wollen. Ja, was auch gar nicht so verkehrt ist, denn wenn das down ist, dann verzögert er die Destroyer extrem nach hinten. Oh, aber ja, Defend ist auch down. Da von Ghost Dragon. Macht hier auf jeden Fall den Eingang zu. Ja, und Janis hat die Akolyten da so ein bisschen weggezogen, hat die ganze Zeit Income-Stop jetzt. Er kriegt kein Gold, er kann keine Units produzieren, weil sein Ziggurat down ist. Also so schlecht ist dieser Gepush hier gar nicht gerade von Ghost Dragon. Ja, und zwei Wasserelementare und das werden noch mehr wahrscheinlich. Oh, jetzt die Footies hinten an den Akolyten dran. Janis hat keinen Tower, baut jetzt erst den Rubin Tower aus.
Akmet läuft nach hinten, wird allerdings direkt auch nochmal surrounded. Könnt ihr vielleicht einen Akolyten noch down kriegen? Nova auf den AM drauf, holt gerade mal aus zu Call, geht dann wickend aber wieder ab jetzt. Und jetzt das Sound Bottle aus von Ghost Dragon Trotz und ein Sentry Ward in die Gegnerbase reingesetzt. Einen Akku hat er gekriegt, so wie es aussieht. Und das während des Tags, kann also nicht gerade nicht nachgebaut werden, ist jetzt hier auf 80% Gold. In Kampf für eine Weile ist jetzt keine Katastrophe. Gegner hat ein TP gezahlt, ja. Ja, aber Janis kann überhaupt nichts nachbauen, dem fehlt, wie gesagt, das Ziggurat. Der ist komplett plus Supply Stack jetzt gerade. Jetzt baut er erst das Ziggurat, das heißt, es dauert Ewigkeiten, bis das kommt. Dann muss erstmal die Statue kommen, dann muss das Upgrade kommen. Also die Destroyer hat er gerade mit diesem Go erheblich verspätet. Er hat sogar zwei Sentry Wards in die gegnerische Base gesetzt. Einfach zwei Augen sehen mehr, einfach nochmal alles, will er auch dreidimensional hier sehen. Deswegen kann er genau sehen, was hier passiert. Aber dürfte nichts Überraschendes sein, außer dass das Slaughterhouse hier noch nicht upgraded, aber nein. Ja, kriegt jetzt Janis seine eigene Expansion. TK fast Level 3. Dürfte dann Level 3 werden hier gleich nach dem nächsten Kill. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Mountain King und damit dürfte es wieder einen herrlichen Stormbolt Dodge geben hier. Da freut sich Janis schon. Da tut ihm Ghost Dragon hier den Gefallen, damit Janis mal sein Fotoalbum ein bisschen füllen kann mit schönen Aktionen. Und creept hier gerade schon auf Level 2, hat sich hier die Tuskas geholt mit den zwei Wasserelementaren noch. Die hat er auf jeden Fall noch gut genutzt und kriegt wie die ganze Erfahrung hier dem Mountain King. Da hält sich der Archmage höflich zurück. Er rennt die ganze Zeit mit den Defense-Footies rum, switcht jetzt auf Rifleman dann endlich. Janis nimmt sich währenddessen die Mitte, einen der beiden wichtigen Spots in der Mitte hier vor. Den scheint er sich jetzt gleich zu holen. Der Overseer könnte down gehen, dann gibt es das erste größere Consumable. Mal gucken, was es wird. Bell doch Giant Strength für den Death Knight. Okay, er nimmt ihn nicht auf. Nimmt er wahrscheinlich gleich jetzt auf mit dem Lich. Jetzt irgendwie... Ich dachte, das ist halt im Lich. Er hat den Orb schon auf dem Lich drauf. Das ganze Gold, was er gespart hat, dadurch, dass er keine Units produzieren konnte, hat er jetzt dann in den Orb und Co. investiert und natürlich auch in Tech-Upgrades. Jetzt kommt Destroyer Reform, die nächste Fiend kommt. Aber Janis braucht ein bisschen Zeit, um hier wirklich eine gute Armee zu haben. In der Mitte kämpft er jetzt schon. Köln sofort offensiv gegen den Footman eingesetzt. Nova hinterher aufs Water Elemental drauf. Das kriegt er auch noch. Oh, nee, das überlebt mit 16 Hitpoints. Ein Hit fehlt. Stattdessen aber zwei Skeletons. Der Mountain King ist noch da. Könnt ihr ja nochmal einen Bolt schmeißen. Macht aktuell nicht. Schön, die nur die Coil jetzt nochmal eingesetzt, um die nächste Fiends zu heilen. Von rechts kommt noch eine weitere nach. 1-0 getecht mittlerweile die Fiends. Janis auf dem Weg zurück mit 36 Supply gegen 42 des Gegners. Hat immer wieder mit der Illusion gescoutet, ob denn da eine Echse kommt. Also weiß Bescheid, dass da keine Human-Echse ist. Nova gut eingesetzt. Wieder auf den nächsten Footy. Ja, und dann, also fighten tut er gut. Bis jetzt noch nichts verloren außer Skeletons. Allerdings der DK jetzt auch out of Mana. Und dementsprechend zieht er sich zurück. War gar nicht schlecht jetzt von Janis da. Nee, auf jeden Fall. Da hat er auch den Clap direkt eingesetzt. Da wollte er unbedingt diese eine Fiend haben, aber Janis gut auch am Leben gehalten. Aber der Mountain King hat die Invo-Potion bekommen. Also hier auf einer Map mit nur einem Shop heißt, Janis kriegt hier keine Invo-Potion eher. Und der MK kann sich dementsprechend auch schützen gegen den gefürchteten Hero-Focus der Undead. Und jetzt creept er hier einfach seinen Lich weiter. Ja, hat den DK noch mit dabei, also creep beide Heroes weiter. Item, One of Mana Stealing, gutes Item, gerade gegen den MK. Scoutet wieder mit der Illusion unten, also hat hier eigentlich den Überblick ganz gut im Griff. Der zweite Spot in der Mitte, wo wir gerade den ersten angesprochen haben, der geht jetzt allerdings an Ghost Dragon. Also sie teilen sich die Spots und es gibt den Hellstone für den Mountain King. Der kann schon ganz gut was wegtanken jetzt da vorne mit der Invo Potion, mit dem Hellstone. Jetzt ist Level 3, Scroll of Healing hat er auch, also Inventar von dem Herrn ist gar nicht mehr so schlecht. Und bin gespannt, Janis, was er skillt. Er sah ja gerade recht klappfreudig aus. Oder ob es dann der Bolt wird, könnte auf jeden Fall in beide Richtungen gehen. Es wird Clap. Es wird Clap und er geht auf T3 jetzt. Also, Tech auf T3 beim Human ohne Echse und setzt weiter auf Priest Rifleman. Holt sich Janis noch einen dritten Helden, ist die Frage, und in welchem? Man kann ja da auch Pitlord oder Dark Ranger in verschiedene Richtungen gehen. Ja, Pitlord, Dark Ranger, Dreadlord wäre auch möglich. Mhm. Mit dem Carrion Swarm dann nochmal durch die Rifleman, eben um mehr Area of Effect Damage zu haben. Aber bleibt jetzt aktuell erstmal auf zwei Heroes. Hinten der Mountain King sieht jetzt hier die nächste Fiend, könnte vielleicht mit einem Bolt eine abgreifen. Ja, bleibt zurück. Schön von Janis zurückgelaufen gerade mit dem DK, um die letzten Fiends nochmal in die Range der Aura mit reinzunehmen. Oh, damit kommen die jetzt weg. Schön. Ja, und jetzt Dark Ranger ist jetzt da hier. Als dritter Held. Also Silence gegen den Kampfzwerg. Aber jetzt könnte es zum Kampf zu kommen und der Zwerg ist auf jeden Fall bereit, Level 3 geworden gerade. Clap trifft ja nicht so viel. Clap trifft nicht so viel. Einen Destroyer konnte morphen. Jetzt hat er allerdings kein Supply mehr aktuell zum Weitermorphen. Destroyer muss reinkommen gegen die Water Elementals. Sie stehen schön auf einem Fleck. Coil kommt für den Destroyer, kommt nicht für den Destroyer.
Das heißt, der erste Destroyer ist down, aber die Nova sitzt ganz gut und er verliert hier einen Priest nach dem anderen gegen das Fiend Focus. Die Thunderclaps kloppen aber auch ganz gut rein. Der Stormbolt geht auf die Dark Ranger Focus. Dark Ranger Focus! Oh. Ja. Das war eine ganz knappe Kiste. Oh, war das bitter. Oi. Super knapp. Habe ich meinen Level 1 Held, kann man auch wieder nachbauen. Nicht so wild. Naja. Millisekunden kosten natürlich 170 Gold. Vor allem kostet aber auch Zeit und der Gegner kriegt XP. Der Ghost Dragon jetzt erstmal am Shop hier in der Map-Mitte. Kauft dann noch ein paar Items, holt sich noch ein Scroll-Feeling. Hat gerade auch schon, er hat gute Items genutzt gerade. Er hat die Seal Scroll genutzt, er hat den Greater Mana Pot genutzt auf dem MK, um da mehr rauszubolzen. Und hat jetzt auch kein Town Portal aktuell. Der Archmage ist relativ blank gegen Level 3 Lich, Level 3 DK. Und Yannis darf jetzt nicht den Fehler machen, so lange rumzustehen, sondern der braucht Level. Creepen oder pushen. Eins von beiden muss er machen. Läuft jetzt erstmal raus aus der Base, während dessen Ghost Dragon sich vor seiner Base noch was sammelt. Und jetzt der Switch kommt auf Flying Machines Spellbreaker. Ja, Dark Ranger ist zurück. Er hat jetzt hier einige Peasants aus seiner Base gezogen, schickt sie aber direkt wieder zurück. Wollte vielleicht jetzt einen Tower-Push starten oder irgendwas, aber hat sich dann doch umentschieden oder vielleicht verklickt. Aber jetzt greift er auf jeden Fall nochmal an. Direkt aufs Tomb of Relics. Wenn das down ist, kann Yannis keine Statues mehr nachproduzieren. Hat allerdings noch zwei Stück. Die dürften erstmal reichen. So, Tomb of Relics ist down. Nova hinten reingehauen auf den ersten Rifleman. Der ist hart rot angeschlagen. Yannis muss immer aufpassen auf seine Destroyer. Die sind natürlich relativ schnell down gegen die Rifleman. Macht er gut. Thunderclap wieder gut gesetzt hier vorne rein. Erste Vier wird gecallt. Zweite geht down. Heal Scroll für einen Rifleman eingesetzt. Bisschen früh vielleicht von Ghost Dragon. Nova kommt nochmal hinterher. Der Rifleman geht noch down. Die zwei Statues sind da. Gleich kommt die erste Abomination raus von Yannis. Geht vorne jetzt auf den Mountain King drauf, während das Water Elemental weiterhin gefokust wird. Hart angeschlagen. Level 4 jetzt hier für den DK. Call kommt Long Distance. Schön gemacht. Die Fiend gesaved und sniped weiterhin die einzelnen Units raus. Wir haben 53 gegen 5 Supply. Jetzt die Abomination da. Läuft noch nach vorne. Währenddessen der MK immer noch drin steht. Hat auch noch eine Info-Potion und alles. Nächste Call wieder gesaved. Aber der Death Knight leidet langsam hier ein bisschen an Mana-Schwund. Hinten geht es jetzt nochmal auf den Mountain King drauf. Schön jetzt allerdings von da eingesetzt. Die ganzen Spells auf den Mountain King. Kloppt ihn da hinten nochmal zurück. Jetzt weiter ein Angeschlagen. Hat immer noch eine Info-Potion. Der Archmage immer noch komplett blank. Da müsste jetzt mal ein Focus-Fire drauf kommen. Vielleicht auch hier den Ward of Mana-Stealing einfach mal usen, um dann noch eine Call zu schmeißen. Dann war es das nämlich hier mit den Heroes. Und das trennt sich gut durch. Steht jetzt auf den Archmage drauf. Und das muss es jetzt eigentlich sein. Wo bleibt die Call? Wo bleibt der Wand? Wo bleibt der Fokus? Oh, so schön gemacht. Da ist es. Da kommt der Headshot. Und das Pferd geht zu Bruch. Und jetzt kann es sein, dass er sogar noch zwei Rifleman mitnimmt. Einen kriegt auf jeden Fall. Im zweiten verfolgt er hier weiter. 60 Mana sind noch da. Und die Aura ist Level 2. Damit ist er richtig flink jetzt. Der neue Ankömmling wirft sich hier in die Untoten rein, versucht abzulenken, opfert sich hier für seinen Freund. Und ja, das nimmt Janis natürlich gerne an. Ja, gut gemacht. Läuft jetzt hier in die Mitte zum Shop, hat Map Control. Also momentan auf jeden Fall alles hier läuft für Yannis. Schön gemacht. Jetzt die Info-Potion Scroll Feeling, genau richtig. Ist ein bisschen zu hoch im Supply, 53. Das heißt, er müsste jetzt Go machen. Wenn er unter 50 wäre, könnte er sich noch ein bisschen Zeit lassen. Und ich glaube, Ghost Dragon macht hier den Yannis gerade. Hat die Rally Points, glaube ich, falsch gesetzt. Ein paar Einheiten laufen über die Map. Aber er merkt es, nichts muss hier noch weiter drauf gehen und er zieht seine ganze Armee zusammen. Immerhin nochmal gut gelaufen hier für Ghost Dragon. Aber jetzt wird auch an der eigenen Expansion gecreept. Aber da kommt er direkt mit einigen Militias an. Ich glaube, er wollte selber gerade creepen und zieht sich hier lieber zurück, anstatt zu kämpfen. Verliert eine Flying Machine. Ja, Yannis hat jetzt vor allem die Flying Machines gesehen und sofort auch reagiert mit Web, was in seiner Crypt jetzt gerade ist und ersteigert wird. Gucken wir nochmal hinten in die Mainbase rein von Ghost Ring. Der switcht jetzt auf Flying Machines Knights. Ist eine gute Strategie gegen Undead, aber ohne zweite Goldmine ist das richtig, richtig teuer und vor allem hart zu spielen. Campt jetzt so ein bisschen in der Mainbase. Yannis creept währenddessen weiter, genau richtig. Greift hier weiter schön die Creeps an, creept sich damit hoch. Lich Level 4, DK Level 4, Dark Ranger schon Level 3. Sind alles wichtige Levels hier. Wenn jetzt alle drei noch ein Level abkriegen, dann 5-5-3, das wäre optimal. Geht jetzt auch noch auf den Red Spot, da gibt es ein großes Item. Ja, und Ghost Dragon lässt relativ viel Zeit verstreichen, wartet auf seinen Archmage und macht nichts in der Zeit. Und das ist ein großer Vorteil für Yannis gerade. Ja, Archmage ist zurück, aber immer noch kein TP. Mal schauen, ob er sich diesmal kauft, um ein bisschen besser gewappnet zu sein. Er hat immer noch die Invo-Potion, aber ansonsten ist von den Items ist er hier sehr, sehr leer. Magnator geht jetzt gleich down. Ordentlich Experience und Cloak of Flames. Level 3 Dark Ranger. Ah, den Cloak. Ich wollte gerade sagen, könnte er vielleicht auf den DK geben. Der ist aber voll. Das Inventar ist voll. Na, könnte den Replenishment Potion ablegen. Cloak of Flames macht halt mehr Sinn auf einem Melee Hero, wobei man den DK, obwohl er ja Melee Hero ist, ungern so spielt, dass er in der Gegnerarmee drinsteht. Jetzt immerhin der zweite Red Spot, den nimmt sich Ghost Dragon jetzt gerade.
Und ja, das hat bei Jannis auf jeden Fall besser geklappt. Aber Ghost Dragon hat jetzt Inner Fire. Inner Fire Knights natürlich immer nicht zu verachten, aber Jannis natürlich mit seinem Destroyer hat auch die Möglichkeit zu dispellen. Und er greift jetzt an und Ghost Dragon ist gerade abgelenkt. Gucken, was Ghost Dragon da für ein Item bekommt. Er hat immer noch keinen TP, er kann nicht TPen. Nee, das wird auf jeden Fall harter Sieg. Hood of Cunning gibt's, Double Level Up bei der Human, auf, Human Heroes auf Level 4. Ja, und Jannis, der kümmert sich hier um die Gebäude, eins nach dem anderen. Und er lässt die Hood of Cunning oben liegen. Oh, er lässt das Item liegen vom Red Spot. Ah, bitter. Vielleicht vergisst er auch seine Flying Machines, die da hier noch oben rumschweben. Ja. Schickt jetzt nur die Militia, die alleine hier kämpfen muss gegen die Undead-Armee. Sehr, sehr tapfer. Ja, das ist vor allem sehr, sehr viel XP gerade für Jannis, die er da killt. Jetzt kommt der Mountain King an. Sieht sich ein bisschen zurück, steht eigentlich optimal. Und den Fight kann er nehmen, sieht er genauso. Geht rein, nur eine Flying Machine, die wird sofort gewerbt und zerstört. Von hinten kommen jetzt die drei Flying Machines noch weiter an. Dark Ranger steht vorne drin, vier Flying Machines jetzt am Start. Death Knight steht mittendrin in der gegnerischen Armee. Jetzt wird die Abomination nochmal nach vorne geschickt. Der Lich kommt ebenfalls an, hinten die Nova klatscht immer schön wieder in die ganze Human Armee rein. Ein bisschen zu weit vorne der Death Knight, hinten kommt die zweite Abomination. Aber die sind 65 Supply für Jannis, knapp 20 Supply mehr, Level 45. Aber für den DK, zu den Info Potion steht in der gegnerischen Armee drin. Schön per Burrow und per Coil die nächste Fiend gesaved. Die Dark Ranger greift auch mal weiter an. Ein bisschen zu wenig Silence für meinen Geschmack, allerdings trotzdem guter Fight von Jannis. Splitty dir schön die Arme, der Destroyer auch wieder schön rausgezogen. Jetzt sind die Flying Machines hier gewerbt, sind am Boden. Zwei Destroyer stehen auf der rechten Seite, machen aktuell gar nichts. Jetzt zieht er sie wieder zurück mit rein. Aber das sieht sehr gut aus hier für Jannis. 34 Supply noch für den Human. Jannis mit 65, doppelte Supply-Zahl. Nächste Flying Machine geht ebenfalls down. Und jetzt geht's auf den Archmage und der ist ganz, ganz schnell von der Map gelöscht hier mit Coil Nova. Und das ist PD. Und er holt seine erste Map. So geht's doch. Nice. Schön gemacht auf jeden Fall. Überhaupt kein Problem. Das hat er schön gemacht. Sehr, sehr gut. Solide. Yeah. Absolut solide. Jo, das fühlte sich gut an. Sehr gemacht. Schön, so muss es sein. Schön die Hero-Levels hoch. Sehr boom, gut. Boom, boom, boom. Schön gecreept, gut gekämpft, gut seinen Angriff abgewehrt. Alles wunderbar. Ja, fühlt sich richtig an heute, alles, was ich hier so fabriziere. Nicht alles, was ich hier so fabriziere, aber viel, was ich fabriziere, fühlt sich gut an. Das, was zählt, machst du richtig gut. Dankeschön. Auf geht's. Weiter geht's! Springtime! Springtime war richtig, ne? Oder? Jo. Okay. Springtime! Sehr schön. Springtime, eine der neuesten Maps, gerade erst dazugekommen in den Pool und auch neueste im Creepcamp-Pool. Ganz interessante Map auf jeden Fall. Jannis, großer Fan dieser Map. Ich weiß nicht, ob es sein Pick ist oder der des Gegners, aber er fühlt sich hier, glaube ich, wohl. Auch kälter. Ich glaube, das mag Jannis ganz gern. Ja, kommt ja da aus dem Norden bei euch oben, ne? Da ist ja ein bisschen mehr kalt. Auf jeden Fall, ich muss sagen, heute war der erste Tag des Jahres, wo ich gesagt habe, ist schon zu warm. Heute war schon zu warm. Also ab heute, wenn es jetzt noch wärmer geht, dann habe ich ein Problem. Heute war so ein Tag, wo ich sagte, ja, bis hier nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ich guck mal nach, wie viel wir hier haben bei uns. Aktuell sind es exakt 20. Ja, geht noch ganz gut. Aber ich habe ja auch bald Urlaub. Dann geht's endlich ihn fort. Sehr schön. Aber Skifahren einfach nochmal in die Berge oder was hast du vor? Nee, nach New York. Ah, stimmt. Ja, New York hast du erzählt. Mega gut. New York mit der Frau. War eigentlich schon vor 2 Jahren geplant, aber dann kam Pandemie, dann kam der scheiß Tumor, bla. Jetzt ist alles rum und jetzt geht's ab. Harry Potter Musical gucken. Aber du meintest, du kannst nicht so viel essen in New York, ne? Wegen der OP und so? Ja, genau. Ich habe also 150 Milliliter Magenvolumen. Das heißt, meine Frau darf alles essen und ich probiere dann. Und dann gehst du nicht mal schön in M&M-Store. Doch, da gehen wir auf jeden Fall rein. Ich will eine von den großen Tassen haben und meine Frau ist großer Fan von den Klamotten von denen. Die holt die sich immer gerne hier zu Hause zum Gammeln. Die sind sehr bequem. Stark. Aber da gibt's so viele verschiedene Sorten M&M's da. Ich hole mir da immer eins von allem. Ganz viele Sorten, die es auch sonst nicht zu kaufen gibt. Natürlich die Pfefferminz M&M's, ganz, ganz toll in New York. Bin da großer Fan. Aber auch ganz viele andere Sorten. Also, ja, so Brezel und so gibt's da auch, ne? Ja. Also haben einiges vor. 2 Konzerte werden wir gucken. Ich werde mir endlich ein Konzert im Madison Square Garden ansehen. Und was war das? Limp Bizkit? Genau, Limp Bizkit, stark. Madison Square Garden und The Offspring in der Rooftop-Bar. Ja, gut. Man, also wird ganz cool, freue ich mich auch schon richtig. Ja, cool, bin ich neidisch. Wollte ich vielleicht auch noch machen dieses Jahr. Mal gucken, ob es was wird. Ende des Jahres kannst du ja nochmal rüber. Hoffentlich, wenn da nicht irgendwie wieder irgend so ein komischer Virus kommt. So. Also, wir sind auf Springtime, dieselbe Öffnung wie gerade auch schon. Und mal gucken, wie es hier ist, ob vielleicht Ghost Dragon hier mehr Motivation hat zu expandieren. Auch eine auf jeden Fall machbare Expansion hier unten. Aber er rennt erstmal nach oben hier in den Mercenary Camp hinein. Gar nicht so leichtes Creep Camp. Ich bin da schon ein paar Mal ein bisschen dran gescheitert.
Gerade mit dem Inner Fire von dem High Priest, das ist manchmal ein bisschen kritisch, wenn der die Möglichkeit hat, da alle zu buffen und so, dann ist das schon nicht zu verachten. So ein Sasquatch mit Inner Fire ist schon kein Spaß, aber Ghost Dragon macht das hier gut, nimmt erstmal den High Priest raus und Sasquatch hat keinen Inner Fire, also wunderbar. Ist jetzt auch gut getankt mit dem Water Elemental hier, komplett ist das ganze Damage abbekommen, also den Q-Spot, den nimmt er stark, muss jetzt auf eine Belicher oben aufpassen, die vom Sasquatch angegangen wird, würde wahrscheinlich gleich noch zurückziehen. Ah, okay. Ah, schön, hier Aggro geswitcht. Sehr gut. Für alle, die nicht wissen, wie Aggro-Switch geht, die Unit, die angegriffen wird, mit der müsst ihr einmal ganz kurz A-Klick auf eure eigene Unit machen. Dann wechselt die Aggro der Creeps auf eine andere Unit. Somit könnt ihr die Aggro der Creeps switchen. Nur mal als kleiner Tipp nochmal hier. Ja, die Creeps sind gemein und feige und greifen vor allem Ziele an, die schon von anderen angegriffen werden. Genau. Das nutzt man sich hier aus. Und ja, hier bei den Mercenary Camps kein Dispel so früh im Spiel. Der Priest, den man sich hier holen kann, kann nur heilen. Also vielleicht ein Vorteil für Human, die ja sonst ihre Wasserelementare dispelt bekommen könnten, wenn der Gegner sich ein solches holt. Aber hier kein Problem und er rennt hier direkt rüber. Mit Level 2 greift man den Gegner an. Merkwürdiges Timing, oder? Wer macht denn sowas? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Aber er kommt zum richtigen Zeitpunkt hier an. Und Janis hat ein bisschen falsch gecreept. Also so gut, wie jetzt er eben gerade Ghost Dragon gecreept hat, so falsch war es von Janis, nicht von der Route her, sondern er hat den DK zum Tanken genutzt. Und wenn du so einen Death Knight hast mit 200 Hitpoints, dann wird es schwierig. Das kann der Gegner schön immer weiter Druck machen. Janis kann nicht wirklich raus aus seiner Base, denn Undeads haben eben nur diesen Dagger zum Heilen. Der ist vergleichmäßig teuer und heilt nicht so wirklich gut. Muss jetzt auf dem Blight draufbleiben und wird immer mehr Damage auf dem DK kriegen. Und jetzt steht er erstmal unter Druck. Und wenn Ghost Dragon das gut durchspielt, jetzt einen weiter Druck auf den Death Knight macht, dann wird das hier richtig schwer für Janis. Ja, auf jeden Fall ist erst Level 1, hat jetzt einen Turm in Auftrag gegeben, der dauert aber auch noch eine ganze Weile und gerade die Fiends leidet auf jeden Fall mit den ganzen Footmen und er hat 2 Wasserelementare, aber es sind auch noch einige Coils da, also solange der DK überlebt, geht's ganz gut, aber die Fiend geht down, zu viel Schaden. Die Fiend geht down, jetzt das Focus Fire weiter, im Chat wird gefragt, wie steht's, es steht 1-0 für Janis. Oben geht's nochmal weiter auf den DK, der zieht sich zurück, kriegt weiterhin den Fokus ab, ist jetzt natürlich auf dem Blight drauf, aber jetzt ganz, ganz wichtig, das Level 2 zu haben hier. Und Turm ist fertig, Turm ist fertig. Turm ist fertig und den Dagger auch noch geholt. Also kann sich hier noch so ein bisschen aus der Bredouille rausziehen. Sofort auf die erste Unit geopfert, kriegt aber den Dagger sofort abgebrochen. Cole kommt nochmal rein, um den Akolyten zu sichern. Und der Arkmage greift weiter an, geht wieder auf den Level, mit dem Level 2. Oh, surrounded hier hin. Ist der DK surrounded? Ja, der ist surrounded. Muss hier pinnen. Oh, Janis, wie gierig ist er, wie gierig ist er? Oh, wow. Spart sich seinen TP und konnte alle Akolyten retten hier. Gut gemacht. Das war nicht schlecht, würde ich mal behaupten. Aber man merkt, ich habe das Gefühl, man merkt, dass Janis souveräner ist hier wirklich auch. Egal wie viele Fiends er verliert, da ist auch in seiner Reaktion kein Oh Mensch und so, sondern einfach dranbleiben, verteidigen, konzentriert bleiben und dann kriegt er das auch gut abgewehrt. Ja, einer muss ja heute gewinnen hier. So, jetzt kommen die ersten Fiends auch, hinten kommen die Militias wieder rausgelaufen, also Ghost Dragon nutzt sehr viel seine Militias, hat aber auch genug Holz, also kann sich das durchaus leisten hier von der World Economy her und creept jetzt mit Militia only den Green Spot, währenddessen er mit dem Archmage und den Footy den Orange Spot creept, also 2 Spots zeitgleich versucht er jetzt zu nehmen, verliert aber 2 Militias gerade am Green Spot, da hat er kurzzeitig nicht aufgepasst, ist natürlich Multitasking sehr anspruchsvoll, könnte vielleicht die dritte sogar noch verlieren. Nee, aber er switcht die Aggro hier, wie wir es gerade gesehen haben, wie du es gerade erklärt hast, er hat zugehört. Könnte hier aber doch noch einiges... Ja, okay, aber 3 Level 3, Stück es reicht. Verloren. Sein Plan geht auf. Level 3 und volles Mana auf dem Archmage. Minus Z sehen wir hier von Janis. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Zoom wieder zurück. Er wollte gerade zoomen, aber... Oh. Kann's nicht. Also, das setzt den Zoom auf das zurück, was du vorher... Wenn du Mausrad scrollst, dann setzt das den wieder... Kannst entweder F5 drücken oder minus Z. Cool, das wusste ich nicht, aber danke. So, und jetzt Wasserelementare hier bei den Akolyten. Aber keult ja gut, auf jeden Fall. Und der Archmage hat schon Probleme natürlich. Der Turm hilft dir sehr. Die verlangsamte Geschwindigkeit. Und jetzt muss er schaffen und jetzt ist da noch genug Damage. Da kriegt er hin. Schön. Und so schnell kippt das Game in die andere Richtung. Slaughterhaus wird gebaut, könnte jetzt nochmal abgebrochen werden gerade. Aber er bleibt auch mit den Footies drin. Da würde er jetzt auch noch viel verlieren. Oh, das ist viel, viel XP gerade für Janis. Und so ein Level 3 Archmage, der dauert eine Ewigkeit, bis er wieder da ist. Ja. Ja, da war er zu gierig. Da hat er nur den Staff genutzt und kein TP. Hat er auch kein TP, aber ja. Da ist natürlich dieser, gerade der Nerubian Tower, einfach eine Macht, dass der so lange verlangsamt wird. Und Janis räumt jetzt hier alles auf. Creeps noch nicht.
noch nicht angehauen, deswegen wird schwierig. Jetzt Double Rex von Ghost Dragon. Zweite Kaserne wird gebaut. Ich glaube, jetzt ist er so ein bisschen... Versucht jetzt irgendwie über Off-Meter irgendwas zu reißen, aber jetzt gerade ist er Janis am Drücker. Noch keine W3DK, das ist so ein bisschen das Glück, aber auch kein Arcane Tower. Überhaupt nichts an Defense. Eben drei Footmen hier, drei Worker hier verloren, die jetzt natürlich auch noch als Militia fehlen. Ja, und schickt wieder die Militia rein. Das ist immer seine erste Wahl, egal was passiert. Erstmal die Militia rein direkt. Geht jetzt wieder drauf mit den Skeletons. Also im Prinzip kann Janis die Skeletons jetzt ruhig verlieren, denn es ist überhaupt kein Hero beim Gegner, der XP daraus bekommen könnte. Da war trotzdem nochmal hier das Dark Ritual auf dem Lich, um nochmal Mana zu haben. Ja, die Defense-Footy sind natürlich relativ stark gegen die Fiends, aber trotzdem gegen die Nova und die Skeletons kassieren die auch ganz gut Damage. Er versucht jetzt hier die Fiends zu surrounden. Oh! Ja. Ja. Aber da ist noch Mana für eine Coil und der Footman ist auch down und er verliert hier richtig viel, sehr viel Geld in den Tech investiert, wenig in Units, deswegen nur 22 Supply für Ghost Dragon. Janis hat zwar auch nur 30, aber die stehen gerade in der Gegnerbase und auch er gleich auf T3. Jetzt in der Mitte ein Panda geholt gerade als Second Hero und kommt damit nochmal runtergelaufen. Gleich ist der Archmage auch wieder da. Kann dann auch hier verteidigen. Kann auch relativ bald ein Wasserelementar rausholen. Archmage ist da, Panda ist allerdings auch da jetzt. Nur noch ein Footy, Brother Fire sofort genutzt. Und aus beiden Rex kommen jetzt hier weiterhin Footmen. Also Double Rex Footies auf T3. Aber lange nicht gesehen, würde ich mal sagen. Ja, der Schaden ist angerichtet. Er hat jetzt auch nicht mehr so viele Holzarbeiter gerade. Drei Stück hat er noch, einer gönnt sich gerade eine Pause. Aber da hat er viel verloren gerade durch diese Militia-Verteidigung, durch dieses Creep-Experiment, wo Militia gegen Mammuts kämpfen mussten. Und ja, alles nicht so gut. Mal schauen, kann er sich nochmal stabilisieren. Er hat immer noch kein TP. Natürlich schwierig, wenn man gerade so viele Verluste ausgleichen muss, das auch noch nachzukaufen. Aber er geht jetzt auf den Workshop. Ich glaube, er will jetzt einfach Knights Gyros direkt gehen, ne? Genau, ja, wahrscheinlich wird es versuchen, Knights Gyros zu machen, das allerdings dann... Er hat kein Sägewerk. Er kann keine Knights bauen. Ja, das fehlt auch noch. Dem fehlt nur einiges hier gerade. Und bis die Gyros dann da sind, das dauert auch noch ein bisschen. Und, da braucht man auch eine gewisse Anzahl von den Dingern, bis die was bringen. Und in der Zwischenzeit creept Janis hier einfach fleißig weiter mit seinem Dicker und seinem Lich. Und der Lich hat auch schon zweimal Claw of Attack bekommen, also plus 10 Damage. Ja, unten wird jetzt weiter gecreept und vor allem Janis wird wahrscheinlich vorher Destroyer haben, wenn er jetzt schnell auf Destroyer pusht. Zwei Statues hat er schon. Bleibt jetzt noch in der Taverne stehen, wird sich jetzt wahrscheinlich eine Dark Ranger holen und dann gleich erstmal Go machen. Und mit dem Lich, mit dem DK und mit der Dark Ranger, da hat er relativ viele Skeletons dann auch am Start und es ist nichts an Dispel auf Seiten von Ghost Dragon, denn er hat überhaupt keine Priest. Er produziert überhaupt gar nichts gerade. Ich glaube, er will auf Knights gehen, aber entweder versteht er... Also er hat auch die Ressourcen, sich ein Sägewerk zu kaufen. Er hat jetzt das +1 Attack Upgrade geholt für Knights und Footmen. Ja, baut jetzt Rifleman. Okay, Double Rex Rifler. Switcht jetzt rüber. Ich glaube, er weiß selber nicht so ganz, was er machen will gerade. Er hat gerade gecheckt, dass er die Lumbermill vergessen hat, gibt die Lumbermill in Auftrag und will jetzt auch noch ein bisschen Rifleman bauen, damit er nicht untätig ist. Also alles ein bisschen konfus, aber... Mal schauen, wie es wird. Ja, Knights sind nicht schlecht, wenn er da ein paar hat aus zwei Racks. Ja, dauert eine Weile, aber wenn er ein paar hat, mal gucken. Ja, Janis hat wieder einen Ziggurat vergessen. Er ist ein bisschen Supply-Stuck gerade. Hat jetzt das Destroyer vom Upgrade. Ziggurat jetzt fertiggestellt, kann also jetzt nachproduzieren. So. Vielleicht ein bisschen Glück gerade für Ghost Dragon, dass Janis hier einen kleinen Fehler macht. Und der Panda, der creept sich auch fleißig hoch hier. Crystal Ball gefunden. Level 2 hat er schon, kurz vor Level 3. Allerdings auch hart angeschlagen. Und Janis braucht unbedingt den Lich auf Level 3. Er geht jetzt hier oben nochmal auf den Greenspot. Der kriegt den. Jawohl, Level Up für den Lich auf Level 3. Sentry Wards werden aufgenommen. Dieser Archmage ist mutig, ist hier unterwegs, scoutet hier mal so ein bisschen. Haut jetzt noch ein Wasserelementar raus. Während der Panda aber Level 3 ist. Ah, da hat er gut gekrübelt im Panda. Läuft wieder zurück Richtung seiner Mainbase. Und es kommen die ersten Gyros und Knights kommen auch. So, zwei Statues noch mit drin hinten, die mit reingelaufen kommen. Aber Hero-Levels hat er echt gut aufgeholt, muss man sagen. Dafür, dass er so viel verloren hat, dass er einen Level-3-Helden verloren hat. Ja, Janis läuft auch viel die Spots ab, die schon gecreept worden sind gerade. Deswegen fehlt ihm so ein bisschen auch was an Gecreepe. Jetzt kaufen TP, Ghost Dragon. Er hat gerade sein Orb verkauft, aber er kauft kein TP. So, nimmt sich jetzt immer den nächsten Spot vor hier. Frost for the High Priest in der Mitte. Und Ghost Dragon wieder mit zwei Flying Machines. Das ist halt ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, ob Janis schon Web hat. Hat auf jeden Fall die nächste Statue, die dazu kommt. Und der Furberg
liegt gleich auch da unten in der Mitte der Level 6er. Rechts wird weiter gecreept hier von Ghost Dragon. Wir haben jetzt auch einen Knight. Wir haben Knight mit einem Attack-Upgrade. Boots of Kel'Thalas für die Dark Ranger, sehr gut. Knight mit dazu und Sentry Wards da. Ja, die Footies, die sind so ein bisschen Kanonenfutter jetzt gerade. Die sind relativ schnell down gegen die Destroyer, gegen die High-Level-Heroes, gegen den Orb. Ja, jetzt, Ghost Dragon müsste Janis jetzt eigentlich hören. Geht trotzdem creepen, okay, geht trotzdem nochmal auf den Spot. Dürfte da aber auch relativ schnell fertig sein. Okay, beide entscheiden sich, wir creepen jetzt erstmal hier und gucken dann nachher, wer die höheren Heroes hat. Animal War Training und weitere Knights für Ghost Dragon. Die Frage ist, lässt Janis ihm hier nicht zu viel Zeit gerade? Er kann gerade alles stacken, alles entwickeln, alles holen, was er will. Hat jetzt bald seine gewünschte Knight-Gyro-Combo, wenn er nicht den Janis macht und den Knight vergisst am Shop. Ja. Nee. Geht's aber auch. Shingo und Taro übrigens an die Zuschauer von Mara, die gerade per Raid reingekommen sind. Ah, hi, hallo. Wir sind gerade im letzten Match des Tages. Janis Liga-Match, der sich hier gut geschlagen hat. 1-0 liegt da vorne. Und gerade kämpft er hier gegen Ghost Dragon. Und es läuft gar nicht so schlecht. Ja, TP nochmal raus. Level 4 weiterhin für den, oder gerade bekommen für den DK. Und, oh, Temple of the Double Temple of the Damned jetzt. Leute, bei Janis. Wir sehen, glaube ich, gleich Knights in roten Farben, wenn ich das mir richtig zusammenreime. Denn, ja, er will ja wahrscheinlich die Banshees bauen, die mit Master Upgrade feindliche Einheiten übernehmen können. Und natürlich diese Knights, teure, saftige Einheiten, die man gerne haben will. Und hier sehen wir schon Banshee Adept Uptraining. Geht sofort rein. Und wir werden leider wahrscheinlich keinen Stormbolt Dodge sehen, weil, ja, Ghost Dragon keinen MK hat. Könnte ihn natürlich als dritten Held noch adden, aber wahrscheinlich eher nicht. Jetzt hier hinten hat noch ein Skull of the Beast bekommen. Generell ein gutes Item, wenn der Gegner schon Destroyer hat, natürlich schwierig gegen das Dispel. Generell nur 44 Supply gerade von ihm. Creept jetzt nochmal weiter, hat glaube ich sämtliche Footies gerade beim Creepen auch draufgehen lassen. Der Magma-Tor fällt als nächstes. Cutgas Pipe, undankbares Item für Human. Hat die Aura natürlich schon, aber immerhin ein bisschen Gold. So, creept jetzt hier weiter und Janis lässt ihn aber auch Zeit, ne? Er ist so geduldig einfach. Er ist so geduldig, ja. Er creept in Ruhe. Ich glaube, er unterschätzt auch gerade, wie weit er vorne ist, ne? Auch vorne das TP und so. Ich glaube, der ist irgendwie, vielleicht hat er einfach ein bisschen zu viel Respekt gerade. Oder er sagt einfach, ja, warum nicht die Zeit nutzen? Ja, der will die Knights haben. Der will ja, die Knights ja, haben. Ja, glaube ich auch, ja. Ja, ich glaube, er hat Bock. Boah, die Dark Range ist aber auch hart, ey. Zweimal Boots of Kel'Thalas und Slippers of Agility. Plus 15 Agility. Schaden und plus 30 Angriffsgeschwindigkeit, 30%. Ja. Jeder Punkt gibt ja 2%. Aber er ist noch nicht am Ende. Die haben noch Hunger. Die wollen noch Items. Jan ist auf jeden Fall schon sehr buntes Inventar. Hat ja schon viele Sachen dabei. Auch eine schöne Crystal Ball mit dabei. Claws of Attack. Aber er will mehr. Er will vor allem Ghost die Banshees. Ghost Dragon denied gerade seine eigenen Footies, um jetzt nochmal bessere Einheiten zu bauen. Oh, der Lich von Janis. Boah. Plus 24. Wow. Und gleich hat er auch seine Master Banshees und ich glaube, dann kann Janis so schnell nichts mehr aufhalten. Das ist schon ordentlich hier. So, jetzt die Banshee of Adept Master Training ist ja so ungefähr 50% durch. War doch weitere Banshees und geht jetzt auch ins Upkeep rein hier. 61 Supply für Janis. Es ist erstaunlich, wie sehr Ghost Dragons TPs verachtet. Er war gerade mit 800 Gold am Shop, aber nee, kein TP. Nö. Bleibt doch weiter auf 50 Supply, während Janis schon im Upkeep ist. Also kriegt momentan natürlich hier mehr Gold und geht auf den Red Spot drauf. Hat hier 5 Flying Machines, ein paar Riflemen noch dazu. So, dann schauen wir, ob das nächste Item für ihn besser ist als die Cutgas Pipe. Claws of Attack plus 12. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Aber, doch, er hat einen Slot frei auf dem Arc-Mage. So. Tomb of Strength oben noch übrig. Claws of Attack plus 12 wird eingeladen. Jetzt läuft hier Neo direkt runter. Und das könnte hier zum Aufeinandertreffen kommen. Ja. Master Banshees sind bereit, können jetzt also hier den Lehnseid von Ghost Dragon in Frage stellen. DK vorne drin, direkt Colnobo auf den Panda Brewmaster. Jetzt hier das Call of the Beast genutzt von Ghost Dragon. Müsste sofort das Bild von Janis. Wir sehen es hier schön und grün. Die Anti-Magic Shields kommen rein. Jetzt wird der Panda erstmal rausgestufft. Damit kämpft der Arc-Mage alleine weiter in kleinen Town Portal. Das sieht gut aus hier für Janis. Der kommt nochmal durch. Jetzt die Banshee ist ein bisschen weit nach hinten gezogen. Sofort jetzt erste Possession auf den ersten Knight drauf. Die ganzen Flying Machines sind am Boden. Hinten die einzelne Fiend geht nochmal drauf. Level up für die Dark Ranger auf Level 3. Zwei Knights mittlerweile schön übernommen. Der erste rennt vorne rein. Der zweite greift von hinten am an. Nächste Flying Machine wird zurückgezogen. Immer noch Raw auf den Units drauf. Kein Display von Janis weiter angezündet. Geht vorne auf die nächste Fiend. Fiend wird nochmal eingebaut. Jetzt der DK vorne drin mit dem
Shield, aber kriegt hier fast alles down von seinem Gegner. Und er ist runter auf nur noch wenige Supply. Die Knights wurden übernommen. 44 Supply für Ghost Dragon. Jan ist hier mit über 20 Supply Lead am Start. Und jetzt zündet er direkt nochmal den Crystal Ball hinterher. Und jetzt dürfte er eigentlich pushen. Jetzt muss er hier einen Sack zumachen. Ein absoluter Traumkampf. Alles, was er nicht getötet hat, kämpft ab jetzt für ihn. Zwei Knights hat er sich geholt. Und ja, Ghost Dragon hat jetzt ein kleines Problem, würde ich sagen. Könnte man durchaus so mal sagen. Durchartlich, ich habe ein neues Wort erfunden. Gut. 3 Obsidian Statues wieder mit dabei. 1-0 mittlerweile getischt die Army von Giannis. Und der macht auch keine Anstalten zu expandieren, ne? Also er könnte ja jetzt auch in Ruhe eine Hexe hochziehen. Ne, beide Spieler auch haben einfach keinen Bock zu expandieren. Ja. Warum auch? So, die Flying Machines wieder nach. Panda gerade eben natürlich rausgestufft, hinten wieder. Jetzt baut er ein neues Arcane Sanctum. Ghost Dragon, okay. Priests wahrscheinlich zum Dispellen oder so. Und jetzt kommt der Push von Giannis erstmal mit den Knights hier nach vorne. Macht er gut. Panda Brewmaster ein bisschen auf Position, hat aber noch eine Info-Potion. Von oben kommen weitere 2 Banshees mit rein. Haben noch nicht genug Mana für Possession. Geht auch sofort drauf. Jetzt die Militias wollen wieder eingesetzt. Wurde die Nova schön reingezimmert. Hier, Giannis mittlerweile mit der Anti-Magic Shield auf dem Lich drauf. Der geht direkt nochmal drauf. Die Unis Breath of Fire hinten in die Fiends reingemacht. Schön vor der Drunken Hess nochmal reingehauen. Aber alle Militias da und der Arco steht auf Position. Hat eine Invo-Potion. Zündet die im allerletzten Moment hier. Da kam eine letzte Schussung geflogen. Panel Rumus da wird wieder rausgestafft. Steht hier in seiner eigenen Mainbase. Keine Economy mehr hier für Ghost Dragon. Der hat alle seine Militias geopfert und jede Menge Skeletons durch die Dark Ranger, die vorne wieder reingehen. Hinten geht es nochmal auf den letzten Rifleman drauf. Nova kommt reingezimmert wieder. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Vorne wieder Focusfire auf die Knights, auf der Panda. Steht da ein bisschen tatenlos rum und wird jetzt hier komplett im Round Ghost Dragon rund auf 32 Supply. Und eigentlich muss es das jetzt gewesen sein. Giannis Level 5, letzter Knight geht auch nochmal down hier. 220 Hitpoints und jetzt die Destroyer machen hier Damage vom Feinsten hinten. Alles in grün leuchtet hier mit dem Anti-Magic Shield. Vorne der Panda Brewmaster ist noch da und GG schreibt er dann jetzt auch. Das war's, Giannis 2-0. Wunderschön gemacht, einfach ein Traumkampf für jeden Undead. Einfach eine riesige Skelettarmee dabei mit der Dark Ranger. Dazu noch die übernommenen Knights, alles was das Undead-Herz wünscht. Großartig, es war ein Traum. Jo, das lief ganz gut von der Hand runter, lief das heute. Ja, herzlichen Glückwunsch, Giannis. 2-0. Ja. Schön alle Punkte geholt. Grandios. Jo, am Anfang hast du ein bisschen zu viel Damage getankt auf dem DK. Dann kam der Push, aber sonst war gut. Ja, ruhig geblieben. Als ich so die zweiten Boots of Kel'Thalas auf der Dark Ranger hatte und die Claws plus 9 auf den Tisch gekriegt habe, da dachte ich, heute geht nicht so viel schief. War auf jeden Fall ordentlich. Ich habe auch gesagt, so Kleinigkeiten, die du jetzt machst, die vorher noch nicht so von dir kamen, sowas wie den DK zurückziehen, damit die letzte 4 noch Aura hat und mitlaufen kann und so. Also man merkt durchaus, dass du am Trainieren bist. Ja. Da sind so kleine Sachen, die kommen immer mehr. Ja, Mann. Ja. Das ist geschmeidig. Braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis dann alles sackt, so, aber das war schon schön. Super souverän auf jeden Fall. Man merkt große Fortschritte. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr cool. Nummer. Kann ich hier auch mal glänzen? Das ist doch schön. Ja, auf jeden Fall. Das erste Mal seit Ewigkeiten. Ich wäre es vielleicht das erste Mal seit einem Jahr, dass ich hier was gewonnen habe oder so. I don't know. Nein. Aber ab jetzt natürlich absolut zur Gewohnheit. Vielleicht dreht sich's jetzt um. Vielleicht wird jetzt wieder Giannis unser Goldjunge und wir müssen uns ein bisschen für Slash schämen. Richtig. Gut, das muss man eh immer. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, nächste Woche bin ich dann auch wieder dran. Und dann haben wir auch unsere große Replay-Analyse mit Pro-Unterstützung. Ich freue mich sehr darauf. Ansonsten natürlich weiterhin fantastischer Warcraft 3-Content auf Back to Warcraft und bei Slashor rund um die Uhr quasi. Wohl. Nächste Woche spiele ich gegen meinen alten Caster-Kollegen Loki. Diese Woche haben wir richtig viel. Morgen haben wir natürlich den Back to Warcraft Cup wie jeden Freitag. Slashor wird ja natürlich auch casten und dabei sein. Und ich und Carsten werden das machen. Dann haben wir Samstag, wie gesagt, unseren Fundraiser mit Foggy gegen Moon und das große Finale der Gym Newbie League. 9 One-on-Ones sind angesetzt. Wir haben also ungefähr 12 Stunden Warcraft-Unterhaltung diesen Samstag. Wow. Und, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, Sonntag, meine Freunde, macht euch jetzt nicht nass, wenn ihr das hört, aber es gibt ein Showmatch, Happy gegen Lin. Es ist das Beste, was Warcraft zu bieten hat und es wird wundervoll. Best of six. Ja, Leute, ich würde sagen, da haben wir was zu tun. Wir sehen uns im Chat. Platz 1 gegen Platz 2. Happy gegen Lin.
Da brauchen wir gar nicht mehr großartig drüber reden. Das ist einfach Hype genug. Also, ehrfürchtige Ruhe hier. Ja. In freudiger Erwartung. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wünsche euch viel Spaß mit dem tollen Warcraft 3 Content und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Was geht denn bei dir so, Florentin? Wir haben jetzt alles erzählt. Aber ich mache jetzt erstmal schön Feierabend. Ich muss noch einiges machen. Ihr seht nächste Woche im Namen des Chats. Da wird noch eine ganze Menge passieren. Und ansonsten, morgen auch noch alles mögliche Fights. Morgen Abend, es wird großartig. Und morgen, heute Abend kommt ja das neue Magic-Set raus. Das werde ich morgen auch sehr lange streamen. Schaut auf jeden Fall da auf den Streamplan. Es wird großartig. Und ich freue mich auf nächste Woche. Haut rein. Janis, streamst du jetzt noch ein bisschen? Ich muss auf den Geburtstag. Ja, mega nervig. Sparta streamt gerade deutsch-deutschen Clan Wars. Spartans Team 2 gegen Playing Ducks Team 2. Wenn ihr Bock auf Warcraft habt. Da wird sofort reingeradet beim Sparta. Gut. Auf jeden Fall. Ah, mein Podcast kommt heute Nacht noch. Habe ich vergessen. Er ist zurück. Ja. Jawohl. Oh, endlich. 90 Minuten und also XL, alles. Aber ja, that's it. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ein schönes Restaurant und alles und tschüss. Haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao. Sehr schön, das war Creepcheck für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ansonsten natürlich viel Spaß natürlich. Podlast, der Podcast von Slash zum Thema Warcraft und natürlich der Back to Warcraft Podcast. Auch da, also auch für alle, die unterwegs Warcraft 3 Content konsumieren wollen, macht das. Ich schicke euch rüber zu Sparta, da geht's direkt weiter mit Warcraft. Ansonsten, wie gesagt, morgen Magic und alles mögliche Fights. Haut rein und habt noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Bis morgen und lasst einen lieben Gruß da bei Sparta. Abonniert den mal. Super Content. Haut rein, macht's gut. Ciao.